Aber wir fangen am besten an mit den News. Und, ganz was Neues. Und wenn dann da. Ja, wenn dann da. Das ist in der Babysprache die Kurzform. Wenn dann da. Ja, also wenn. Das ist auch Archiv zu sagen. Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Und wenn dann da. Wenn es dann da ist. Ich hab's nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgewachsen sind. Also wenn. Aero Games Podcast. Das ist halt total simpel, das ist einfach eine Schiffspiele. Ja. Ich finde es sehr interessant. Ja, so richtig. 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000 Jahren, in Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst mit diese scheiß Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. Jetzt will ich nochmal was sagen. Genau. Zu vielen Dank. Also allein schon Quicktime-Events finde ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen... Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der scheiße Topf überläuft. Ja. Bescheuert. Wir müssen ja auch mal kurz die Idiokratie, wie heißt es auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Mal aufklären. Bescheuert. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe. Das passt kurz vor Weihnachten, die 24 als magische Nummer. In unserem Podcast sind wir jetzt erstmal zu viert. Das ist auf einen ganz besonderen Wunsch der User geschehen. Wir haben nämlich das besondere Glück, einen Stargast mit an Bord zu haben. Und zwar den Harald Frenkel, den viele von euch schon kennen von unseren Kolumnen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Oder vom Dragon Age Test, den der liebe Harald für uns geschrieben hat. Und dachte ich ja, du meinst jetzt eigentlich mich, Alex. Nee, also ich sagte ja auch Stargast. Lustigerweise haben wir extra Johannes Krohn jetzt rausgeworfen. Ja. Keinen Platz mehr hatten. Weil es musste ja unbedingt Platz für Alexander Kappan sein. Aber ich sehe schon, die User werden gleich darunter schreiben, hättet ihr mal lieber den Johannes Krohn dagelassen. Also hier wird sich das jetzt entscheiden, wer demnächst hier sitzen wird. Außer Selfish, der freut sich, dass er halt hier ist. Ja, genau. Ja. Extra für das ist eine ganz besondere Freude. Aber ist er wirklich hier? Das wissen wir noch gar nicht. Ja. Er hat da noch gar nichts gesagt. So, schnell, jetzt mit Haralds Stimme sprechen. Kann ich ihn grüßen? Ja. Hallo Selfish. Ja. Du bist echt süß. Ja, also ja. Ich hoffe, Selfish ist auch Stammhörer unseres Podcasts, aber so wie wir ihn einschätzen, mit Sicherheit. Ansonsten, wir hatten euch das ja schon letzte Woche angedroht. Das große Thema für diesen letzten Podcast in diesem Jahr ist natürlich so ein kleiner, gemütlicher Jahresrückblick, den wir machen werden. Wie immer ohne Konzept. Wie immer ohne Konzept. Konzepte und ohne sind Niveau. Schädlich. Ohne Niveau. Dafür haben wir ja den Harald auch noch hier. Also, ja, für ohne Niveau. Ja. Also, die üblichen Literaturbesprechungen lassen wir heute einfach mal weg. Gut, Harald, fangen wir mal an. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen über Arthouse-Filme sprechen oder so. Ja, können wir auch machen. Woody Allen. Nee, ich hab hier Bier bekommen und dafür tue ich alles. Ja, du könntest mir mal Feuer geben. Erfreulicherweise habe ich jetzt endlich einen zweiten Raucher im Podcast. Das heißt, die anderen beiden können jetzt hier passiv ihre Lunge wegrauchen. Ja, fehlt nur noch ein Kuxer für mich, damit ich nicht allein bin. Oder ein Pedo für Kappi. Ja, den habe ich dir gegönnt. Wird eigentlich irgendwas gepiept bei euch? Nee. Wir sind ja nicht in Amerika hier. Nee. Du kannst auch Fuck sagen. Ja, Fuck. Kannst dich auch nackt ausziehen. Alles, wird alles gesendet. Ja. Das würde euch so passen. Wird kein Biken davor gemacht. Aber gut, jetzt verstehe ich das schon besser hier. So, nackt ausziehen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen nach hinten an die Wand. Ja. So, jetzt haben wir schon über zwei Minuten. Da war aber schon das Glory Hole an der Wand. Da ist schon der Johannes am Start. Das ist hier kein Problem. Ja, fangen wir mit dem Januar. Oh, das ist ja schon wieder lange her. Bloß nicht mit Monaten, weil das wird unser Konzept völlig durcheinander bringen. Wir haben ja letzte Woche haben wir so eine Vorschau gemacht auf 2010 und dabei haben wir festgestellt, dass 2010 irgendwie das Spielejahr überhaupt wird, weil es irgendwie extrem jeden Monat krasse AAA-Titel gibt und weil halt sowas wie Project Natal und der Sony Zauberstick kommen und das ist ja schon mal eine Menge. Aber 2009, wenn man so zurückguckt... Was mir mal aufgefallen ist, jeder von uns hatte mal Geburtstag. Das ist erstaunlich. Das ist krass, oder? Ja. Das ist eine Theorie, die ich aufgestellt habe, dass jeder im Jahr einmal Geburtstag hat. Mhm. Du musst jetzt nicht nur, weil der Harald hier ist, versuchen, lustig zu sein, Kapi. Das geht sowieso in die Hose. Und bei dir in der Hose ist ja noch viel Platz. Ja, deine Hand ist wirklich nicht groß. Nee, Also wenn wir mal überlegen... Kann ich noch aussteigen? Ja. Leider kein Schleudersitz hier. Du bist hier gefangen. Du siehst ja, wie wir alle taktisch so sitzen, dass du eigentlich keinen freien Ausgang hast. Geburtstag ist halt echt ein beschissenes Stichwort. Die Handstellen sind auch keine Zier. Das muss ich schon mal so sagen. Ja, genau. Wie alt bist du geworden? 38, 39, 40, 50? Also nächstes Jahr wird es ganz schlimm. 40? Ja. Ah, oh Gott. Eigentlich quasi schon aus der Spielgruppe rausgealtert. Ja. Ich versuche es mit dem Haarschnitt zu kompensieren, aber es funktioniert irgendwie auch nicht so. Ja, die meisten Leute denken ja, das ist ein Haarschnitt, aber du machst ja nur aus der Not eine Tugend. Ja, also, ja klar, ist zeitlicher Haarausfall. Das habe ich aber auch schon mal so geäußert. Das ist richtig, ja. Schön. Das hat sich aber nur so ergeben. Außer die jobliche Umgestaltung, was war denn für dich so 2009 an der Spielefront? Mal überhaupt
erwähnenswert. Also wenn jetzt Leute in 100 Jahren diesen Podcast finden und sich denken, was war so 2009, kommst du jetzt auch wieder so mit Uncharted 2, Modern Warfare? Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber doch, ja. Uncharted 2 haben mich echt überrascht, ja. Aber ja gut, spielemäßig jetzt konkret, wie immer natürlich NHL, fand ich wie immer super. Auf dem PC gibt es es ja nicht mehr, zum Glück. Haben Sie dieses Jahr die PS2-Fassung nicht portiert? Nee, ja und Dragon Age fand ich halt auch sehr stark. Uncharted und Modern Warfare 2 fand ich auch gut, aber es hat mich nicht so überrascht wie die Vorgänger. Also ja. Das war irgendwie ein bisschen. Bist du privat eigentlich mehr der PC-Spieler oder weil durch die PC-Action-Vergangenheit oder bist du auch so mehr Consolero? Ich bin viele Jahre PC-Spieler gewesen, aber auch schon zu PC-Action-Zeiten, so gegen Ende dann mehr zur Konsole. Irgendwann habe ich dann mal gemerkt, oh, es ist doch geil auf dem Sofa rumzuliegen. Weil jetzt wirklich selber oder weil du auch irgendwie gesehen hast, dass es das so ein Shift ist, dass die Leute sich mehr für Konsolen interessieren und da vielleicht auch das Publikum mehr hingeht? Nee, es hat natürlich damit einfach mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Also ich habe mir dann halt irgendwann eine Xbox besorgt und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich es für die Xbox habe, dann möchte ich es für den PC eigentlich nicht mehr haben. Wenn ihr Achievements? Nee, Achievements habe ich auch das gar nichts. Das gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Da bin ich alt, bin ich zu alt für. Also. Das ist erstaunlich. Ja. Weil das hat bei mir noch voll geholfen. Also wenn ich immer die Wahl hätte bei einem Multiplattform-Titel, würde ich immer die Xbox-Version nehmen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die PS3-Version spiele, ist es nichts wert. Das Problem ist, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und wenn ich damit anfangen würde, dann hätte ich ein Problem, weil ich muss ja nebenbei noch Geld verdienen. Ja. Und dann würde ich die ganze Zeit bloß auf diese Punkte... Nee. Also es sind ja nicht die Punkte, aber es ist zum Beispiel, also nehmen wir mal an so eine Spiele wie Assassin's Creed oder so, Assassin's Creed 2, wo du so extrem viele Sachen machen kannst, sammeln. Also du kannst da halt diese Federn sammeln, du kannst Gemälde kaufen, du kannst dein eigenes kleines Dorf aufrüsten und all sowas. Das wird zwar schon auch innerhalb des Spiels belohnt, dadurch, dass man halt sieht in seinem kleinen Quartier da, wie das alles besser wird, aber im Grunde, finde ich, sind doch immer diese Achievements immer dieser Grund, warum man diese Sammelaufgaben auch macht, weil man halt eben möglichst nah an die 1000 Gamerscore bei so einem Spiel möchte. Sammler war ich aber auch vorher nie. Also immer so, eigentlich eher so wie beim Sex, einfach geradeaus durch, zack, fertig. Außer vielleicht, du warst gut oder... Das ist ja uninteressant, Hauptsache ich bin zufrieden. Ja. Egal welche Richtung, einfach. Bei dir war es negativ. Ja, genau. Bei dir, ja, mein Arsch tut schön weh. Hast du gut gemacht? Das kennen wir auch von Kaffee, dass er sich immer da informieren muss. Sex, wie ist das so? Ja. Wann kann man da mal reingucken? Deswegen finde ich es ja schade, dass Johannes noch nicht da ist, aber den hätte ich ja fragen können. Das geht ja bei dir leider nicht. Aber jetzt lass mal wieder ein bisschen Niveau reinbringen, weil wir sind ja gerade abgegriffen. Aber Dragon Age kannst du halt auf der Konsole leider nicht spielen. Also ich spiele es auf der Xbox. Dann kennst du die PC-Version nicht. Ja, das ist der Hammer. Ja, also das hatten wir schon tausendmal gesagt. Ich finde halt einfach die Perspektive besser, diese fixe Schulterperspektive. Ja, aber du zoomst ja dann dauernd raus, weil damit ja, weil das taktisch, hallo. Ja, ich will das nicht so taktisch haben. Ja, ich fand es gerade taktisch. Also ich meine, als ich diesen ersten Kampf gegen diesen Golem hatte, da oben auf dem Dach oder sowas, den musste ich drei oder viermal anfangen, weil es wirklich auf jeden Klick ankam. Weil du musstest in dem Moment den richtigen Zauber wirken. Also ich fand, das war saumäßig schwer und da hat mir diese Perspektive natürlich geholfen. Also für Leute, die wirklich mal anspruchsvoll mal wieder sowas spielen wollen, also episch und anspruchsvoll, für die ist das, glaube ich, super. Aber ich glaube, du bist ja eh schon seit Fable 2, weiß man ja, du stehst ja auf gute Laune-Spiele, ist das natürlich genau richtig. Also so als Couch-Potato ist, glaube ich, die Xbox-Version super. Also ich finde also die Xbox-Version auch deswegen ganz gut, weil meiner Meinung nach hast Dragon Age jetzt nicht so unbedingt dafür so spezialisiert, dass es jetzt so diese super taktischen Kämpfe hat. Hat's auch auf der PC-Sache. Ja. Auf der Konsole ist es eher blöd, weil halt die Kämpfe super anstrengend sind mit dem Pausieren, mit den Schultertasten und sowas. Aber ich finde einfach, was mich bei Stange hält, ist einfach die Story. Und die will ich erleben und halt auch diese Entscheidungen treffen und sehen, wie sie sich auswirken. Und da sind die Kämpfe für mich eher zweitrangig. Ich bin froh, wenn ich die Kämpfe so gestalten kann, dass ich mich nur um meine eigene Figur kümmern muss und dass die anderen Figuren von der KI einigermaßen sinnvoll benutzt werden, weil ich bin noch nie der Magier-Typ. Ich will jetzt nicht irgendwie erst wieder den Stasis-Zauber. Das ist auch mal langweilig, genau. Ich muss mich da ganz nach hinten stellen. Ne? Ja. Nee, das stimmt. Also ansonsten, wir haben ja schon gestern bei unserer Weihnachtsfeier, bevor wir völlig ins Koma gefallen sind, darüber gesprochen. Ich finde also die größte Überraschung 2009 in einem Jahr, was eigentlich überraschungsarm war, war Batman, Arkham Asylum. Ja. Das habe ich sogar privat gespielt. Ja. Na, also nicht zu Testzwecken, sondern einfach so, das stimmt. Ja, aber ich bin halt leider, ich gebe es ungern zu, aber ich bin eher das Superman-Kind. Was? Ja, das ist halt einfach so. Ja, da hast du bestimmt noch auf dem N64 Freude mit Superman 64. Nee, N64, das ist an mir vorübergezogen. Zum Glück war das eins meiner Lieblingsspiele, und da kommen wir jetzt doch glatt in die 70er Jahre, war Superman auf dem Atari 2600. Und es war ganz schlecht, aber ich wusste es damals nicht. Deswegen das ist das Übliche. War es total geil. Das stimmt. Also natürlich ist es schlecht, aber ich habe es so oft gespielt, unglaublich.
Aber dir ist schon klar, dass Batman eigentlich der viel coolere Superheld ist. Also es ist folgendes, es ist ja so, ich hab einen Superman-Aufkleber auf meinem Auto ja. und meine Freundin hat einen Batman-Aufkleber hinten auf dem Auto. Gute Wahl. Wir sind da nicht einer Meinung, ja. aber wir sind noch zusammen. Also ich kann es akzeptieren. Aber du findest aber Superman Returns, den Kinofilm, nicht besser als Dark Knight, oder? Das hat ja aber nichts mit dem Helden zu tun. Doch. Nee. Doch, weil nämlich du könntest mit Superman niemals diese Stories machen. Das stimmt. Also, ja, gut, doch, könntest du auch einen abgefuckten Superman, klar. Ja, der hat dann irgendwie das Problem bei Superman ist, es ist immer zu reduzieren auf eine Sache. Ich bin unbesiegbar ja, genau. oder das Kryptonit. Genau, deswegen muss er halt einen Superman machen so in seiner Kindheit. Oder Magie. Ja, genau, ein Zauberer könnte immer dahinter stecken. Ja, ja. Aber das. Ihr vergesst bei der Sache immer, dass ich vor dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen bin. Ja. Und da war Christopher Reeve im Kino. Ja. Oh yeah. Und das war einfach Gott. Ja. Und deswegen bin ich Superman-Kind. Ich habe gehört, der wurde damals von Christian Bale schon gespielt. Ja. ja. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Nee, aber da hast du Smallville mal geguckt dann? Das verfolge ich, ja. Ja. Ich weiß, dass Smallville nicht irgendwie jetzt mega Oscar-verdächtig ist. Und es ist eigentlich eine Teenie-Geschichte, für die ich eigentlich viel zu alt bin. Aber auch da spielt halt... Ich fand halt die genau. Kindheit mit rein bei mir und deswegen gucke ich mir das an. Fand ich auch super. Also Lex Luthor, also der Sohn oder wer das da war, der Glatzkopf ist doch Lex Luthor. Ja, ja. Genau, fand ich halt auch ganz cool, so mal das Unternehmen, weil sonst als Gene Hackman immer nur der rumgealbert hat, nee, fand ich auch mal ganz cool, den mal über den Aspekt zu sehen. Nee, das stimmt, zurücksteckt. Aber was ich mal nicht verstanden habe, ich habe Smallville immer nur ganz wenig gesehen, aber ich habe immer den Eindruck, dass Smallville eigentlich nicht so in diesen Kanon reinpasst, weil in den Filmen hat man ja nie so das Gefühl, dass so Lex Luthor und Superman sich schon so seit Jahren kennen und so mal Kumpels waren. Und das ist aber so, das war die Ursprungsgeschichte. Also okay. Das ist schon so. Ja, dann einfach Amnesie, das ist mal am besten. Das aber ist das der Klassiker. Amnesie und dann hassen sie sich auf einmal. Also wie Smallville sich genau auflöst, weiß ich auch noch nicht. Ne? Aber es ist natürlich in vielen Teilen auch eine Neuinterpretation, klar, moderner gemacht. Aber so die grundsätzlichen Geschichten, es ist einfach witzig zum Beispiel, dass die Mutter von Clark Kent, ja, dass die in einem Christopher Reeve-Film, ich weiß nicht, im zweiten oder im dritten, Seine Mutter oder die echte Mutter? Die echte Mutter? Die Frau von Marlon Brando oder was? Nein. In Smallville. In Smallville. Die Mutter in Smallville war früher in einem Christopher Reeve-Film die Freundin von Clark Kent. Aha. Also die taucht, also sie ist damals als junges Mädel aufgetaucht und jetzt ist sie als Mutter aufgetaucht. Das sind so Feinheiten. Krass, das wusste ich noch nicht. Ja, stimmt. Und das ist echt faszinierend. Sie mit Spock bei Star Trek. Krass. Alte Spock und der Neue. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, aber bei Batman finde ich ist halt immer das Problem, um mal wieder den Bogen dazu zu schlagen. Ich finde ihn halt einfach als Held, er ist zwar ganz cool, aber wenn du dir mal die Filme, die alten jedenfalls anguckst, im Endeffekt, er fällt irgendwo runter und dann hat er immer noch irgendwo einen Batwing, den er rauszaubert, um sich dann irgendwo noch festzuhalten. Also das ging mir so ein bisschen auf den Sack, dass er irgendwie nie so der richtig Überzeugende, der Überlegene war. Also er fiel mal irgendwo runter und dann schnell... Ich fand immer Batman ganz cool, weil er eigentlich so eine Art James Bond ist mit ganz viel Geld, der sich halt diese coolen Gadgets baut. Und ich meine, das kommt ja auch bei den Neuen jetzt von Christopher Nolan eigentlich auch immer so ganz gut durch, dass diese Gadgets irgendwie, ja, also schon wichtig sind, aber die auch nicht so stark sind, weil gerade bei Batman Begins hat man ja gesehen, was er für ein krasser Kämpfer aus, der notfalls auch so alleine mit bloßen Händen Verbrecher zu Brei schlägt. Und naja, bei Superman ist halt immer für mich immer keine Gefahr drin. Also es gibt eigentlich keine Gefahr für Superman. Bist halt wieder auf Kryptonit. Und bei Batman könnte alles eine Gefahr sein. Der kann theoretisch auch sofort überfahren werden oder eben. Könnte, aber wir wissen doch auch, dass nichts passiert. Insofern. Ja, aber es gibt irgendwie bessere. Du kannst natürlich Batman auch immer leichter in ein normales Setting machen als Superman. Weil bei Superman muss der Gegenspieler ja auch immer schon irgendwelche Superkräfte haben oder eben Magier sein. Ja. Aber sag mal, wenn wir gerade bei Überraschung waren, uns fallen bestimmt noch wieder ganz viele ein, noch, wenn wir gleich klappern. Aber die Enttäuschung des Jahres. Hast du da eigentlich einen, Alex? Ja, ich überlege gerade. Hat irgendwas mit Gothic? Bist du so ein Gothic-Fan? Oder ja, so Risen. Risen, die Xbox-Version war eine endlose Enttäuschung. Weil ich auch mich selber hasse dafür, dass ich 20 Stunden oder so Spaß mit dem Spiel hatte. Obwohl ich eigentlich genau dasselbe spiele, was ich seit 10 Jahren spiele. Nämlich halt immer wieder dieses Gothic 1-Gameplay. Aber gerade die Xbox-Version, zu der angeblich ja irgendwann auch mal so ein High-Res-Patch nachgeliefert werden sollte, der auch wie auch nie gekommen ist. Das Seltsame bei Risen ist halt, dass ich noch nicht mal in der Lage bin, das als Enttäuschung zu bezeichnen, weil Piranha Bytes macht halt immer dasselbe und sie haben es wieder gemacht. Und bloß wenn man jetzt was wie Dragon Age sieht, da liegen halt so gefühlt 5 Jahre dazwischen. Ja gut, Gothic hat mich noch nie fasziniert. Nee. Deswegen hat mich auch der neue, den habe ich gar nicht erst angeguckt. Okay. Das hat, nö.
Nee, es spielt da so eine Rolle, spielt, dass ich meinen Charakter nicht selber bauen kann. Das ist für mich immer ziemlich wichtig. Ja, bloß keine Frau halt. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn, dann möchte ich halt auch schon selber bauen. Das ist mir schon relativ wichtig. Und dann ist es auch noch namenlos. Ich meine, wie anonym kann es sein? Nee, ist nichts für mich. Und die Steuerung fand ich dann auch immer... Bleh. Wobei, ich erkaufe mir das lieber mit dafür, also zum Beispiel bei Mass Effect. Du kannst ja da so ein bisschen rumbasteln, du kannst ja auch eine Frau spielen und so, aber im Grunde bist du halt immer festgesetzt auf, du bist Major Shepard oder so. Und das, deswegen funktionieren die Dialoge alle so gut. Das fand ich, war so der Nachteil wieder bei Dragon Age, dass halt du, dadurch, dass du dir den wieder selbst erstellen kannst, du bist immer stumm. Das war natürlich... Das hätte sie geschickt, dadurch, dass dann hätten sie echt eine fixe Stimme geben können, weil ob der jetzt nur im Kampf, ich bring dich um oder ich bring dich um, sagt, das ist ja eigentlich auch egal. Also da hätte man auch eine fixe Stimme. Weil das ist mir auch aufgefallen, als ich das, weil die Dialoge sind so gut, die werden einfach noch besser geworden, wenn er auch gesprochen hat. Ja, sie machen es ja manchmal clever, dass quasi die Mitstreiter im Dialog sind, deswegen... Aber trotzdem würde man es gerne, weil dann kommt diese blöde Pause und das ist einfach... Nee, fand ich nicht so gut. Vor allem, man hätte es ja auch dann so galant lösen können, wie es auch bei Mass Effect, während er spricht, schon wieder die nächsten Optionen wieder einzublenden oder so, damit es halt einfach noch schneller geht. Naja. Nee, aber sonst... Also Enttäuschung kann man sagen, ist für mich eigentlich eher so, dass diese Verschiebewelle. Also das Jahr hätte vielleicht besser sein können, wenn nicht irgendwie fast alle interessanten Titel nach 2010 verschoben worden sind. Aber ansonsten... Ja, also das Doofe ist, dass bei den meisten Sachen, die irgendwie total scheiße waren, man das schon gewusst hat, mindestens 2-3 Monate vorher, bei dem Tony Hawk Ride, wo ich echt sagen muss, dieses Board, ich habe sogar nach dem Test nochmal ausprobiert, ich habe da ja nur eine 2 von 10 für gegeben. Das ist ein Stück Scheiße, Leute. Das ist ein nicht funktionierendes, das ist ein Fehlkonzept von Grund auf. Es gibt ja Begriffe, die hier bei uns in den Comments natürlich wieder benutzt wurden von euch fröhlichen, anonymen Leuten, die, wo man für ins Gefängnis kommen kann, was dieses Board angeht. Und aber man hat es schon auf der Gamescom gemerkt, man hat sich einmal da drauf gestellt, selbst die Leute, die diesen doofen Stand betrieben haben, die haben das nicht hinbekommen zu steuern. Und sollst du dann sagen, das ist eine Enttäuschung, weil du hast es ja schon gewusst. Ich glaube, ich hätte es nicht mal gut gefunden, wenn es funktioniert hätte. Weil ehrlich gesagt will ich nicht vom Computer noch abhampeln. Ja. Ganz ehrlich, also ich sehe das sehr kritisch da, dieses Project Natal und so weiter und so fort. Na, woher finde ich so ein Konzept? Wobei ich mir noch zutraue, mich noch einigermaßen zu bewegen, was bei manchen anderen Spielern... jenseits der 500-Kilo-Grenze, die es ja nun mal gibt, ne? Äußerst schwer vorstellen. Und es ist eigentlich eine Möglichkeit gewesen, auch für solche Leute, sich irgendwie Erfolg zu verschaffen. Ja? Auch bei Sportspielen und so weiter und so fort. Die wollen sich aber doch nicht unbedingt bewegen. Ich weiß nicht, wie Obwohl, ich meine jetzt halt sowas wie Dance Dance Revolution oder sowas, da bewegt man sich auch und hampelt ziemlich rum und es kann auch echt Spaß machen. Und wenn man da manchmal so sieht, so für Videos... Warst du in der Waldorfschule? Ich kann meinen Namen tanzen. Das würde so einiges erklären. Nein. Und dann noch Freundschaft in den Baum schließen, ne? Genau. Nee, also ich finde, das kann schon ab und zu Spaß machen. Und, aber klar, wer Natal gesehen hat, wie die Asiatin da sich da einen abgehampelt hat, das sah schon sehr lustig aus, das stimmt. Also das kann man so Kumpels nicht... Guck mal, das ist cool, oder? Ich finde, das ist auch immer der Vorteil, den Natal hat gegenüber dieser Sony-Sache, ist, dass Natal für Hardcore-Gamer diesen ganzen Scheiß eigentlich nicht zwingend voraussetzt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt dann Spiele spielen werden oder Gears of War, wo wir so mit vollem Körpereinsatz dann plötzlich davor rumhampeln, sondern dass da eher so dezente Sachen drin sind, so wie halt die Face Recognition oder das beste Beispiel ist immer Fable 3, wo halt vielleicht diese ganzen Gesten oder so eben einfach durch deine Bewegung machen kann. Aber jetzt überlegt euch doch mal, es wäre so, ja? Jetzt kommt, ich weiß nicht, wann sind die nächsten Olympischen Sommerspiele? Marathonlauf? Ich meine, hallo? Ja, aber den Scheiß gibt es ja auf dem Wii schon alles. Ich meine, es gibt ja echt Leute, die mit dem Balanceboard da joggen gehen. Aber deswegen machen sie es ja auch nach. Und das ist ja die Angst, die ich habe. Ja, aber weil es gut läuft. Dann meinen die, sie müssen es auch haben. Ja, aber sie werden feststellen, dass es nicht so gut läuft bei ihnen. Weil alle, die sich dafür halbwegs interessieren, schon auf den Nintendo-Wagen aufgesprungen sind. Das ist schön, aber wenn sie es probieren... Wer ist dann der Angearschte? Wir Tester, weil wir müssen es ja spielen. Ja, aber solange sich aber so eine Spiele wie Call of Duty irgendwie noch problemlos 4-5 Millionen Mal verkaufen, sehe ich da nicht schwarz für uns. Und wir haben ja auch letztes Mal schon gesagt, sowas wie Call of Duty oder so, da kannst du eben nicht sagen, ich mache da jetzt mit so einer Bewegungssteuerung so eine Real-Life-Experience draus oder dass man sich so wie mittendrin fühlt. Ja. Weil das ist ja auch gar nicht das, was der Spieler will. Er will ja nicht auf einmal sich so fühlen wie ein echter Soldat, der physisch im Krieg drin ist und dann auf einmal noch eine Schmerzerkennung an seinem Körper kleben hat. Die haben wie bei James Bond da die Elektroschocks durch den Körper jagt. Also, habt ihr mal so eine Weste ausprobiert? Nee. So eine Weste? Ach so, ja, so eine Druckweste. Mit Einschlag? Nee. Ja. Hast du mal? Schon mal ausprobiert? Nee, mir reicht das ja schon beim Paintball, so eine Kugel abzubekommen. Ja. Das ist ja schon das höchste aller Dinge. Aber nee, es gibt ja im Fernsehen diese Bauchwegtrainer, diese elektrischen. Wenn man sich die umschnallt, kriegt man ja so Elektroschocks.
Ja. Und dann wird man total muskulös von. Genau. Und so stelle ich mir das mit diesen Jacken auch vor. Und das kann echt schmerzhaft sein, denke ich. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Aber diese Dinger, stimmt. Also ich habe die mir mal um den Kopf gebunden, seitdem habe ich einen ganz muskulären Kopf. Also die Dinger funktionieren, kann ich nur sagen. Ja. Nee, was wollte ich sagen? Genau, wo wir bei Enttäuschung waren, mir ist gerade eingefallen, welches Spiel... Venetica. Venetica, das wollen wir jetzt mal lieber, sonst rufen da irgendwelche Leute wieder an. Lass dir doch anrufen. In dem Sinne keine Unser Telefon ist eh abgeschaltet worden, weil wir die Rechnung nicht bezahlt haben. Also, ich kann ruhig anrufen. Nee, also Venetica war natürlich klar. Also, ist ja jetzt für die Xbox erschienen und wir haben noch kein Muster bekommen. Also das ist vermutlich nur ein wahrscheinlich Missverständnis. Aber ich meine, das ist doch wieder so eine Geschichte. Kann man da sagen, das ist eine Enttäuschung? Wir haben auf der Gamescom schon gesagt... Da muss man eine Frau spielen. Da muss man eine Frau spielen. Ja, können wir das bitte überspringen? Ist nicht immer scheiße. Wir können sofort eine Runde aufmachen mit drei guten Spielen, wo man eine Frau spielt. Genau. Heavenly Tomb Sword. Raider. Heavenly Sword. Bayonetta. Bayonetta. Hammer. Bayonetta, okay. Tomb Raider, nee. Doch. Nee. Ja klar, ist Uncharted irgendwie cooler, aber Tomb Raider, nee, doch, lass ich durchgehen. Perfect Dark? Ja. Gut, das ist ja nie so richtig. No One Lives Forever. Ja, aber es geht ja um Rollenspiele so in erster Linie. Ja. Ne? Aber Bayonetta spielst du auch oder hast du gespielt? Habe ich noch nicht gespielt, nee. Ja, okay, schade, weil es gibt halt also noch nicht so viele, die es gezockt haben und ich finde es halt richtig super geil. Also ich habe schon immer hier gesagt, hier rum erzählt, wenn das als Film wäre, diese ganze Welt und diese Figuren und so, ich würde es mir auch angucken, wenn es kein Spiel wäre. Deswegen hätte mich das jetzt mal interessiert, wenn du es gezockt hast. Nein, wie gesagt, es gibt ja Spiele, die ich auch gut finde mit Frauen, das ist ja nicht das Problem. Bei Rollenspielen, nee. Rollenspiele mit Frauen können auch interessant sein. Ja, aber ja, das habe ich doch... Das hab aber ich doch in schon. Der Realität. Ja. Genau. Ja. Rollenspiele mit Männern? Nee. Also in der Realität, da wirst du wieder verhaftet, dann hast du da wieder eine Erwürgte liegen, die nicht rechtzeitig Stopp gesagt hat. Und die Tierarztrechnung erst. Ja, genau. Ich habe für den Hamster, ey. Im Strafgesetzbuch geguckt, Verführung von Minderjährigen, das gibt's irgendwie gar nicht. Ich habe den Fall gehabt, wenn ein 18-Jähriger was mit einer 16-Jährigen macht, ob das strafbar ist. Aber du solltest es nicht gerade in der Türkei machen. Nee, stimmt. Das ist aber auch in Deutschland sehr kompliziert. Ja, ich habe das dann echt nochmal nachgeguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Anders wieder? Ja, ja, deswegen. Ich glaube, wenn sie betäubt ist, dann darf man. Oder mit einem wenigen Eltern. Wenn du betäubt bist. Also. Nee, die Eltern, wenn die dir eine Vollmacht ausstellen, dann darfst du das. Ja. Nee, Quatsch, aber Venedig. Da gibt es auch so blanke Vordrucke schon im Netz. Ja, ja, hiermit erlaube ich, dass ich meine 12-Jährigen. Das sind halt so Kaufverträge praktisch. Die kann man also im arabischen Raum gut machen. Oder in Afrika. Sehr schön, Daniel. Ja. Aber Venedig hat jetzt mal abgehakt. Das war ja eh Rotz. Welches Spiel ich übrigens so ein bisschen, also nicht untergegangen fand, aber was nicht so richtig gewürdigt wurde, war für mich Prototype. Also ich meine, ich habe dem ja eine 8 von 10, glaube ich, damals gegeben, aber das gab viele, die so, das ist so scheiße und so. Ich finde, das ist echt mal so ein Spiel, das einfach mal davon lebt, dass es einfach nur auf Gewalt reduziert, aber irgendwie dann doch noch in so einem Rahmen, dass es nicht plump wirkt. Und ich finde, das haben so viele missverstanden. Also ich fand ja dieses Infamous, fanden sie ja alle viel besser irgendwie so, was ich bis heute nicht verstehe. Das, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass diese beiden Spiele wirklich unbedingt nur Kopf an Kopf antreten mussten. So mit einer Woche Unterschied, wo sie wirklich so gleich waren. Aber ich fand zum Beispiel, die beiden sind so wirklich Spiele, die man nach einer oder zwei Wochen komplett vergessen hat. Hättest du das jetzt nicht nochmal erwähnt? Ich hätte gar nicht mehr gewusst, dass vorher, die dieses Jahr erschienen sind. Es gab monatelang so einen Hype um dieses Duell und um diese beiden Spiele. Und bei jedem Video wieder, wenn ein neues Prototype-Video kam, oh, krass, was man da alles machen kann. Und wie gesagt, dann sind sie weg gewesen nach einer Woche. Ja. Was dann aber eher eine Überraschung ist, hinten noch war dieses Jahr, fand ich, war dann Red Faction. Ja, das ist genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist auch für mich so ein Sandbox-Spiel, was einfach schafft, so eine Welt zu schaffen, die sehr homogen wirkt. Wo jetzt jede Art von Mission, die du da machen kannst, so simpel die auch ist, irgendwie so wie richtig in dieser Welt passend reingesteckt wirkt und nicht so wie dran gesteckt. Bis auf diese Kampfmission, die einmal so randommäßig dazwischen kam. Ja, die waren manchmal ein bisschen, nee, das fand ich nicht, das war so dieses so, oh, du hast jetzt eine Mission wieder rum, jetzt wird mal zwischendurch wieder so ein, oh, wir haben da einen Kampf und da musst du jetzt helfen. Also das fand ich so ein bisschen, ja, gut, manchmal das zu sehr aufgesetzt. War ja so optional, aber ich hatte halt so das Gefühl, sie haben schon sich da immer Gedanken gemacht, dass es halt nicht so billig zusammengesteckt wirkt, das Ganze. Wovon das Spiel lebt, ist tatsächlich, dass man sich fragt, kann ich das machen? Und du kannst es wirklich einfach ausprobieren. Das fand ich halt wirklich Hammer, so dieses so, ey, lass mal im Wagen da reinfahren. Du kannst es wirklich machen. Da ist nicht irgendeine unsichtbare Barriere oder irgendwie sowas, sondern es klappt halt irgendwie. Und du hast halt immer so eine geilen What-the-fuck-Momente, wenn dir irgendwie, also was natürlich schon geil aussieht, ist wirklich die KI manchmal, wenn die sich da gegenseitig weggraben und du versuchst, vor 5 Jeeps zu fliehen und 3 fallen einfach irgendwie an der Seite irgendwie runter und so. Das ist ja auch das, was ich so cool finde, auch was das zu diesem Zerstörungs-Gameplay so passt, dass sie gesagt haben, wir versuchen jetzt nicht irgendwie GTA oder vielleicht wie noch andere Sandbox-Games
irgendwie so einen Realismus zu erzeugen, sondern wir lassen es bewusst so arcadic und wirklich so just for fun, aber machen das dann so, dass es halt stimmig ist und es auch irgendwie funktioniert. Ich habe nie das Gefühl gehabt bei Red Faction, so wie ich das bei Assassin's Creed habe, dass ich sage, finde ich aber blöd, dass die KI jetzt so blöd reagiert hat, das reißt mich jetzt hier raus, weil da hat es halt gepasst und das wirkte nicht wie ein Fehler. Und bei Assassin's Creed ist es dann wieder eher so, das macht immer so einen auf krass authentischer Look und dann kommt es mir halt blöd vor, weil es halt nicht dazu passt, wenn die Leute dann halt so doof immer vom Dach fallen und dann trotzdem wieder die Leiter hochklettern und wieder runtergeschubst werden. Ich würde mir echt gerne so ein Blast Corps mal mit der Engine von Red Faction vorstellen, das wäre auch geil. Ich würde einfach die Red Faction Engine gerne in jedem Spiel irgendwie einbauen. Genau. Also diese Geomar- oder bei GTA, ich meine, warum? Venetica. Dann würde kein Haus mehr stehen, vermutlich. Ja, aber lass mal Bad Company 2 kommen, dann ist alles, das stimmt. Dann ist alles vorbei. Da geht alles kaputt. Wir haben auch schon letztes Mal gesagt, man konnte es ja auf der Gamescom schon spielen, nicht nur optisch, sondern auch einfach, wie es sich anfühlt. Es hat das Ding auch irgendwo Modern Warfare 2 Konkurrenz zu machen, aber mit so einer individuellen Art. Also das ist nicht wie so ein Kriegsspiel, was irgendwie nur so ein Klon sein soll oder so. Es hat wirklich seine ganz eigene Art wieder. Aber von der Qualität her ist es für mich bisher, hat es das Potenzial, auf die Stufe davon zu kommen. Von was sprechen wir? Von Bad Company? Von Bad Company und im Vergleich zu Modern Warfare. Okay, das ist aber dann eigentlich ein Jahresausblick, ne? Ja, wir mischen einen. Ja, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann kann man da nicht mal so den Zeit. Da mischt man ja auch gerne, ne? Naja, das Problem, was ich an Bad Company 2, wo ich Angst habe, also ich glaube, es wird schon cool, aber wo ich Angst habe, ist, dass sie den niveaulosen Selfish-Humor rauslassen, weil sie das ja ein bisschen ernster machen wollen. Und das finde ich eigentlich schade, weil da hat sich's irgendwie abgehoben. Das passt doch irgendwie mit dem Namen nicht so richtig. Ich meine, Bad Company, das ist jetzt nicht so, man sagt, jetzt erwartet mich irgendwie Antikriegs-Thematik. Also ich weiß nicht, wie sie es genau meinen, aber es sollen blöde Sprüche rein, wäre mir echt wichtig. Weil ja, genau. Sonst spiele ich Modern Warfare. Ja, genau. Das war ja auch beim ersten Teil echt so ein richtiges Highlight, dass du da diese Charaktere hattest, die halt alle so irre lustig waren. Genau, ich gehe mal meinen Jürgen würgen. Ja. Ja, aber, mitten im Gefecht. Ja, aber wenn wir jetzt von Red Faction kommen, was ich bei Bad Company halt blöd fand, war halt, dass diese Zerstörbarkeit war halt so extrem durchsichtig und aufgesetzt. Mhm. Also du hast richtig schon in den Häusern und so immer gesehen, so diese Stellen, die dann so kaputt gehen können und so. Du hattest nie so das Gefühl, dass jetzt wirklich mal so, wie bei Red Faction, irgendwie, du fährst mit dem Auto unten rein und dann bricht dir die ganze Scheiße auf. Und bei Red Faction hast du das Gefühl, die ganzen Sachen, die wurden nur dafür erschaffen, um kaputt gemacht zu werden. Wurden extra so physikalisch aufgebaut, dass du da halt so richtig krasse Einstürze erzeugen kannst. Ja, beim ersten Bad Company, da sind ja auch immer die Gerüste noch stehen geblieben. Das ändert sich ja jetzt, also mit dem zweiten Teil. Ja, ich habe ja bei der Gamescom leider das nicht so richtig gesehen. Nee, ich habe es ja da gespielt, im Multiplayer konntest du zocken und Es gibt ja immer so Features, die die Programmierer und so ganz, ganz stolz vorstellen, wo man sich dann denkt, ja, okay, nett. Ne? Und die sind dann total stolz, weil sie da unheimlich viel reingesteckt haben. Und normalerweise ist es echt ätzend. Aber sich selber so eine Schießscharte schießen zu können in die Wand, es hat echt was. Das war echt cool, muss ich sagen. Ist echt cool. Ja, das war ja sogar schon beim ersten Red Faction oder so. Also wo du teilweise dann eben Gegner, also Multiplayer, dann hattest die im anderen Raum waren und du hast einfach dann mit deinem Raketenwerfer erstmal ein Loch in die Wand geschossen und dann ein Loch in den Gegner, also der dann hinter der Wand stand. Also ja, du hast einfach gekämpft und durchs Kämpfen, ohne dass du es geplant hast, sind dann eben überall die Löcher in den Wänden entstanden und die hast du dann direkt taktisch eingesetzt und ins Gameplay so integriert. So wie in Bad Boys 2 zum Beispiel. Ja, genau, ja stimmt. Ja. Geile Szene. Ja. Ja. Leider müssen wir sagen, dass wir jetzt gleich eine kurze Pause machen, wo wir unsere Besetzung noch ein bisschen ändern. Ja. Die Besetzungscouch wird wieder neu gecastet. Der Harald hat ja allen Rufen widerstanden und ist ja leider kein Berliner Jung, wie man sagen muss, sondern muss jetzt wieder in die Heimat und nach Nürnberg. Und deswegen denke ich mal, machen wir eine kurze Pause, verabschieden den Harald, über den wir uns sehr gefreut haben, dass er beim Podcast reingeschaut hat. Entschuldigen uns auch dafür, dass er seinen Ruf sehr geschädigt hat hiermit. Ja. Mal sehen, ob du noch Aufträge woanders bekommst in nächster Zeit. Da sind wir sehr gespannt. Halt uns da auf dem Laufenden, bitte. Von mir existieren Fotos im Netz. Ich kann eh nie wieder was machen, was ernsthaft ist. Also. In diesem Sinne, wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder mit gesammelter Mannschaft vom Mikro und dann geht's weiter im zweiten Teil des Area Games Podcasts. Jo. So,
So, nachdem wir jetzt den, nach dieser kleinen Pause den Harald Frenkel wieder zurück in die Anstalt geschickt haben, dort wo er hingehört, haben wir Kappi zurück in die Bahnhofsmission. Genau, Kappi wieder in den Hundezwinger gestellt haben. Der hat gehört, dass heute wieder eine karikative Einrichtung zu Weihnachten eine Gans und ein kleines Weihnachtspräsent verteilt an Obdachlose und dann ist er dahin gefahren. Genau. Sind das eigentlich geplante Witze jetzt von euch? Oder? Nee, das sind wie immer spontan aus der Tasche geschüttelte Witze. Ziemlich gut. Ich habe gerade keinen, ich bin nicht so gut. Ja. Das wundert uns nicht. Die Witze kommen immer unter der Gürtellinie hervor. Ey, jetzt genau. Wo Kappi gerade nicht da ist, ne? Der ist ja doof. Ja. Möchte ich ja mal sagen. Nee, spitzen Einsatz von dir. Ansonsten, wie ihr habt schon gemerkt, wir sind jetzt wieder zu dritt. Wieder der Johannes ist dazugekommen, setzt jetzt quasi unsere beiden Verlustgänger, Harald Frenkel und Alexander Kapp an. Zwei, ne? Genau. Das zeigt ja, was für eine Qualität da drin steckt. Ja, das Trio Infernale. Aber das Thema ist halt immer noch dasselbe. Wir sitzen jetzt hier mittlerweile mit leckeren Plätzchen, die der Johannes mitgebracht hat. Kommt natürlich extrem homo rüber. So. Ja. Ich bin ja auch die Hausmutti, deswegen spiele ich ja auch nur Wii und DS. Ja, das stimmt klar. Schon. Die Frage ist, was zuerst da war. Deine Vorliebe für Plätzchen oder dass du ein Wii dir geholt hast? Also vielleicht... hast du ja, überleg mal in der Zeit zurück so. Wann könnte denn meine Vorliebe für Plätzchen angefangen haben? Ja, ich weiß es nicht. Hast du letztes Jahr schon Plätzchen gebacken? Nee, aber davor haben mir schon Plätzchen geschmeckt. Ach so. Och, das sieht aus wie ein Herz. Ja. Nur für dich dann. Ja, aber wie ein Herz, wo einer auf einer Hälfte draufgeschissen hat. Ja, nur das für dich dann. Ja, wir hoffen mal, das ist Schokoglasur. Nussig. Ja, offensichtlich nicht. Nussig. Naja. Was hast du denn an dem Tag gegessen, dass das so schmeckt? Tja, ganz viel Schokolade. Pistazien? Johannes. Erzähl du mal was, bis eins ja keinen Kicks im Mund hat. 2009. Moment. 2009. Was waren denn so in deinen Augen die Highlights aus Spielesicht? Ja, da fragt ihr natürlich genau den richtigen, weil ich auch nur Wii und DS gespielt habe und da so viele gibt. Na, du hast doch gerade den Test gemacht von Zelda. Was ist denn mit Zelda? Zelda ist einfach super. Also ich muss sagen, ich habe ja vorher war ich ein bisschen skeptisch auch so, weil mir Phantom Hourglass nicht so gefallen hat. Ja. Und ich eigentlich auch diese Stylus-Steuerung nicht so mag. Aber jetzt, nachdem ich eine Weile lang gespielt habe so, und es dann auch durchgespielt habe, das Spiel ist einfach nur geil. Also das so ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja super Daniel, jetzt ersetzt du gerade mich und Kappi vom letzten Donnerstag, ja. Greift dann halt wieder diese typische Zelda-Sucht. Irgendwie, dass die Spielwelt halt immer größer wird, du hast immer mehr Möglichkeiten, du machst da halt so kleine Nebenaufgaben, hast die neuen Items, mit denen du halt immer wieder was ausprobieren kannst. Ich meine, es hat ein paar Probleme, die auch schon Phantom Hourglass hatte. Ist immer noch dieser Quatsch mit dieser Rolle, dass man die so überhaupt gar nicht machen kann? Ist voll aufgefallen, haben sie verbessert, tatsächlicherweise. Du musst halt einfach nur so ein Doppeltippen machen auf den Touchscreen. Das geht. Okay. Aber irgendwie habe ich da 1000 Bäume angerempelt und da kam eigentlich nie was runter. Also, okay. Du kannst die Rolle jetzt zwar machen, aber sie bringt dir nichts mehr. Bei Phantom Hourglass war das ja irgendwie fast unlösbar. Ja, also. Da bin ich auch 5000 Mal in den Abgrund gefallen. Deswegen. Ja, ja. Und was hat sich jetzt mit dieser, was hat es mit dieser Schienengeschichte da auf sich? Also ja. Ist die. Das ist sowieso der Knaller, weil sie diese. Du fährst dann nicht mehr mit dem Schiff, sondern mit dem Zug. Ja, und da wurde auch erstmal die komplette Spielwelt und die ganze Story einfach nur um diese Schienenzuggeschichte rumgestrickt. Ja, das sind ja Zauberschienen. Ja, das sind Schienen. Geisterschienen. Verlegt von den Göttern. Eigentlich sind das ja Ketten, um den bösen Dämonen im Turm der Götter festzuhalten. Die verschwinden dann ganz plötzlich in der Welt so und du musst dann langsam wieder so eine Steintafel finden, die Schienen wieder aufbauen. Du fährst natürlich auch mit dem Zug der Götter. So, so ein altes, ich glaube, das ist alles aus der japanischen Mythologie. Ja, genau. Der Oberknaller ist ja irgendwie dieses Artefakt hier, was ja immer bei Zelda und auch in anderen Fantasy spielen. Mit der Teamforce? Nee, die taucht da nicht auf. Okay. Wird ja völlig ad absurdum geführt, weil du musst ja irgendwie, um die Steintafeln zu finden, musst du ja erstmal irgendwie so einen Weisen finden und mit dem musst du dann die Steintafel irgendwie erwecken und dafür noch ein Artefakt finden und du musst einfach 1000 Artefakte finden, bevor du ein Artefakt finden kannst. Und dann musst du noch ein Lied spielen, damit du das benutzen kannst und dann findest du wieder Artefakte. Das sind die Flötenfunktion. Die Flötenfunktion? Ja. Die habe ich auch. Bei dir ist ja halt nur so eine Einrohrflöte. Ja. Aber da ist ja eine ganze Panflöte irgendwie. Ja, das ist ziemlich cool, ich muss sagen. So. Also Zelda hat ja immer irgendwelche Instrumente dabei und das ist mal mit am coolsten umgesetzt, weil du halt so ins Mikro pusten kannst und dann so mit dem Touchscreen halt die einzelnen Röhren in der Panflöte halt bewegt. Das kommt ja relativ authentisch rüber, kann man ja sagen, wenn man dann da so reinpustet.
Ja. Bei deiner Flötenwelt vielleicht. Ja, ja. Die sollten mal so einen Alkoholtester für den Nintendo DS anbieten. Stimmt. Das wäre auch ganz praktisch. So. Oh, kommt bestimmt nächstes Jahr. Ja, mit dem Vitality-Sensor. Sie sind, ihr Puls ist tot, aber sie scheint noch genug Restalkohol im Blut zu haben. Nee, aber um nochmal auf die Stärken des Spiels zurückzukommen. Also es ist einfach, das Rätseldesign halt diesmal wieder erstklassig. Es hat auch teilweise so ein bisschen Professor Layton-Stil. Also gibt es zum Beispiel halt so ein Dorf, wo du halt... Spoiler, danke. Ja gut, ich wollte ein Dorf Ende. Nicht das als Ende, ich würde das gerne erzählen. Pass ja immer auf, du fängst ja dann immer an, gleich irgendwie zu singen und dir die Finger in die Ohren zu stecken. Ja gut, dann sag ich es jetzt nicht. Professor Layton-Stil-Rätsel, so teilweise. Ja. Naja, und es nutzt halt eben noch die ganzen Features des DS, was eigentlich ziemlich cool ist. Also Mikrofon, der Dual-Screen wird perfekt ausgenutzt, eben wo du ja auch immer Karte und sowas hast. Werd mit der Stimme am besten immer leiser und verfallen in so einen kleinen Singsang, weil das ist dann beim Podcast immer witzig, weil da müssen die Leute nämlich ihren iPod oder ihren Ding so weit aufdrehen, dass sie dann einen Hörsturz kriegen, wenn Daniel und ich wieder was erzählen. Verstehe nicht, war das jetzt Ironie? Soll ich das wirklich machen? Nein. Du sollst über Zelda noch was erzählen, wenn es ja, was zu erzählen gibt. Du kranker Spaß, hast das durchgespielt für den Test, ja? Was Daniel und ich nie machen. Normalerweise lesen wir uns immer die Packungsrückseite durch und denken so, das wird schon stimmen. Ja, und die Anleitung vielleicht noch. Ja, wenn sie nicht zu dick ist. Nee, ja. Aber und wie lange braucht man da, um das durchzuspielen? So als normalbegabter Mensch? Ist ja jetzt keine Zeitanzeige irgendwie in dem Spiel so, aber gefühlt so um die 20 Stunden vielleicht. So, ich bin ja auch immer so ein langsamer Spieler, der dann auch ein bisschen... Perfekt für die Weihnachtsfeiertage. Halt auskostet irgendwie und so rumguckt überall in der Welt. Ich meine, es gibt auch nicht mehr... Was heißt, es gibt nicht mehr so viel zu entdecken, aber man bewegt sich halt nicht so frei in der Welt, so, weil du eben wirklich nur auf diesen Schienen unterwegs bist. Das ist noch ein bisschen was anderes, als wenn du auf dem Meer umherfährst, dich frei bewegst und dann auf Inseln landest, als wenn du wirklich komplett an diese Schienen gebunden bist. Da ist wirklich eine relativ lineare Struktur für den Zelda. Und wieder, also du besuchst natürlich Orte mehrfach so, teilweise bist du auch ein bisschen sinnlos durch die Gegend geschickt. Aber kriegst du nicht sogar später mit deinem Zug Passagiere und musst dann auch noch so irgendwie anhalten bei bestimmten Punkten? Ja, du musst dich so an Verkehrsregeln halten. Das ist aber ganz witzig eigentlich. Ja, da gibt es Verkehrsregeln. Da musst du dich aber nur rechts vor links. Nur dran halten, wenn du halt Passagiere an Bord hast. Ja, und es gibt auch so böse, verfluchte Züge, die dann sich auf den Schienen bewegen. Wenn du mit denen kollidierst, dann bist du halt tot. Oh. Was die Sache mitunter sogar ganz spannend macht. Irgendwie, weil du denen halt dann geschickt ausweichen musst und dann gucken. Ja, aber zwischendurch kommt auch mal ein Torwart auf die Schienen. Verstehe nicht. Ich auch nicht. Was wollte ich noch sagen? Und du bist... was sie natürlich verbessert haben, also deutlich verbessert, ist dieser Dungeon, in dem du immer wieder zurückkehrst. Was gab es ja da im Hourglass auch. Was auch alle genervt haben, dieser Feuertempel. Ja, genau, weil er ein Zeitlimit hatte und du musstest auch immer wieder die ersten Teile dieses Dungeons wieder erforschen. Und das ist hier gar nicht so. Das ist diesmal halt dieser Turm der Götter und den arbeitest du halt Stockwerk für Stockwerk ab. Und wenn du dann ein Stockwerk erledigt hast, kannst du beim nächsten Mal in das Höhere gehen. Und der ist auch ziemlich cool designt, weil da eben das zu tragen kommt, dass du hast Prinzessin Zelda immer an deiner Seite, die ist da so ein Geist. Ja. Das kommt auch gleich am Anfang. Ist ja sogar im Werbeclip schon zu sehen. Genau, und die kann halt diese Phantomrüstung übernehmen, diese Ritter, die ja vorher auch ziemlich ätzend waren. Und Das fand ich aber vorher cool, dass sie dich am Anfang so genervt haben. Noch hattest du ja dieses Megaschwert und konntest sie dann einfach niederschlagen. Also das war da so eine Genugtuung einfach, weil du bist fünfmal in diesem Tempel gewesen und hast gekotzt wegen diesen Rittern und dann am Ende konntest du dir mal richtig zeigen, hier wo der Pan die Flöte hat. Na, hier musst du auf jeden Fall erstmal jedes Mal in jedem Stockwerk drei so eine Tropfen finden, das ist auch wieder dieses Artefakt-Ding, die dann dein Schwert verstärken. Das ist wie im Krankenhaus. So. Die ganzen Etagen, wo habe ich meinen Tropf stehen lassen? Passiert mir jeden Tag. Die dann dein Schwert zu verstärken, damit du dir dann von hinten betäuben kannst, damit die Prinzessin die dann übernehmen kann. Und das ist ganz cool, weil kannst dir natürlich dann irgendwie Befehle und Richtungen vorgeben. Die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel ein Flammenschwert oder so, mit dem du dann Fackeln entzünden kannst. Oder könnte ich dann auch auf dein Schild nehmen und dich dann durch die Gegend tragen. Und dementsprechend sind auch die Rätsel designt. Und das ist alles ziemlich clever. Also so beim Rätseldesign und dem Ganzen haut das Spiel wieder echt auf die Kacke. Und auch so diese Verbindung zwischen Zelda und Link, das finde ich eigentlich ganz cool, weil gerade so diese Wind Waker-inspirierten Teile, die haben ja auch so ein... Ja, noch so ein Maß an Humor, das nicht in allen Zelda-Teilen so vorhanden ist. Also Twilight Princess war jetzt zum Beispiel auch nicht ganz so witzig. Nee. Aber die sind halt schon immer lustig. So allein, du hast ja nur nicht wirklich viele Dialogfähigkeiten, so für Link, der prinzipiell eigentlich gar nicht da. Aber er hat trotzdem immer so rotzfreche Antworten irgendwie für gewisse Fragen, so wo du einfach nur grinsen musst. Irgendwie, also jetzt billiges Beispiel, was mir gerade spontan einfällt, so eine Mädel fragt, ob du hübsch bist, und nö. So, dann ärgert sie halt natürlich total.
Irgendwie, und dadurch bist du halt irgendwie so ein frecher Wicht, wenn du das möchtest. Ist ja ein Hammer. Ja. Und du kannst sie auswählen, oder was? Gibt's da ja, es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten, die letztendlich zum selben Ziel führen. Ach so, führen. Oh, sorry. Das ist ja kein richtiger... Die letzten Zelle, die ich aufmerksam gespielt habe, da gab es gar kein Dialogsystem. Ja, ist hier bei Link to the Past oder so, da konnte ich keine Dialoge. Ja, das sind ja noch die ganz alten. Ja, eben. Ja, so, oder bei Link's Awakening ist ja auch bloß ja, nein, so ganz klar. Ist ja auch kein richtiges, ist ja jetzt nicht Mass Effect oder so. Nee, in der Tat. Einfach, also für Zelda ist das schon mal krass, so ein Dach. ja, auch dieses Minenspiel hast, was gerade ja, bei Wind Waker, also bei diesen Cell-Shading-Teilen, ganz gut zur Geltung kommt. Was würdest du sonst noch sagen? So, ich meine jetzt, das war ja natürlich ganz cool, dass sozusagen mit eines der besten Spiele für den DS jetzt gerade vor kurzem erschienen sind mit Zelda. Dann haben wir ja noch Professor Layton gehabt, was man jedem DS-Fan so ans Herz legen kann. Mittlerweile ja zwei Teile. Die Ace Attorney. Der dritte Teil, dann nächste Jahr auch Ace Attorney, sage ich ja immer, aber kennt ja keiner da draußen. Die heißt auch eher so Phoenix Wright, also die ersten Teile waren ja irgendwie Phoenix Wright. Dann das letzte hieß jetzt Ace Attorney und das nächste, nächsten Jahr erscheinen, im Januar, Februar irgendwie, wird er mit der Serientradition so ein bisschen brechen und wie sich ein echtes Adventure spielen. Man sieht ja dann auch die Figuren, wie sie durchlaufen und Sachen aufheben. Und das, was mich das für mich macht es das wieder ein bisschen kaputt, weil ich bin kein Adventure-Fan, weil ich hasse immer dieses, so eine Figur durch die Gegend zu schicken, so lauf mal dahin, guck dir das an. Das war ja das Leichte bei den alten Ace Attorney-Spielen, dass der Adventure-Part einmal nur die eine Hälfte war und das bestand eigentlich meistens mehr daraus, so Bilder abzusuchen und alle Sachen einzusammeln und alles, genau, das waren immer Beweismittel meistens. Und dann halt in Dialogen diese Beweise zu präsentieren und dann zu gucken, wie die Leute dazu reagieren. Und die andere Hälfte war halt im Gerichtssaal und da musste man halt eben immer wirklich seine Logik immer so ein bisschen benutzen, eben in den Aussagen Fehlern zu finden anhand der Beweise, die man hat. Das war halt ein Gameplay, das ist ja im Grunde kein unbedingt Adventure-Gameplay. Adventure ist für mich halt immer dieses Blöde, so du hast 10 Schauplätze, musst die abgrasen, musst dann wieder so auf völlig verrückte Ideen kommen, benutze Gummihuhn mit Kabel oder so und das war halt immer das Angenehme für mich, dass es in dieser Reihe nicht so war. Deswegen hoffe ich, dass die jetzt nicht mit dieser Wechsel in diese Adventure-Steuerung jetzt genau dieselben Fehler machen und ich dann wieder da durch die Gegend latschen muss. Kommt ja auch fürs iPhone und iPod Touch jetzt endlich. Genau, haben wir ja bestimmt irgendwie vom Podcast vor 10 oder 20 Ausgaben mal gesagt, so, dass Nintendo Glück hat, dass Capcom nicht einfach auf die total naheliegende Idee kommt, die Phoenix Wright-Teile aufs iPhone zu bringen. Und anscheinend war die so naheliegende Idee, dass sie jetzt doch darauf gekommen sind. Jetzt muss nur noch Nintendo selbst auf die Idee kommen. Irgendwie New Super Mario Bros. Genau, auf iPhone zu bringen und dann sind alle glücklich. Außer Nintendo dann. Naja, vielleicht ist das auch bei jetzt Ace Attorney bloß so ein Präsentationsding. Also, dass es halt einfach die Welt lebendiger darstellen lassen soll. Ja. Mein Altono auf so einem Bild guckst und da dann die einzelnen Punkte anklickst oder eben mit dieser Figur durch die Gegend gehst, die Beweismittel einsammelst, also wirkt vielleicht einfach nur lebendiger. Ja, aber vielleicht ist es auch zäher dadurch. Ja, vielleicht ist aber auch dann der Switch zu sehr weg vom Gericht und mehr so in diese Adventure-Welt und das würde, also ich will ja dann nicht so ein Baphomets Fluch oder sowas spielen, also wo ich dann nur so irgendwie mal ganz kurz im Gericht bin und die anderen spannenden Sachen spielen sich außerhalb ab, also das... Ja. Ja. Der musste wieder versuchen, irgendwie an der Ziege vorbeizukommen, die irgendwas bewacht. Das war auch ein krasses Rätsel irgendwie. Aber ja, da habe ich auch gehört. Ach, genau, da habe ich auch gehört. Ja, das war total übel. Da musstest du dann irgendwie in genau dem richtigen Moment dann losrennen und dieses Ding nach hinten schieben. Das war so auch noch perfektes Timing für so den Klingelmensch. So ein ganz komisches Rätsel. Mit der Ziege auch ewig gehangen. Aber die beiden ersten davon mit Flugteil, die waren geil. Ja, weil der auch so verdammt coole Sprüche drauf hatte, der George dabei. Ja. Ist ja auch so ein bisschen verloren gegangen. Ansonsten muss man sagen, dieses Jahr für Adventure-Freunde ja sowieso eigentlich ein Fest. Ich meine, man muss sagen, in Deutschland sind ja seit 3, 4, 5 Jahren die Adventures sowieso nicht tot, weil es immer wieder so kleinere deutsche Entwicklerstudios gibt, die halt einen andauernden Nachschub an Adventures liefern. Mhm. Ob das hier so Ank oder Jack Keane oder sowas war. Aber man muss sagen, dass jetzt dieses Jahr eben die Adventure-Welle eben auch wieder in Amerika so ein bisschen... Memento gewonnen hat, oder nee, Momentum. Momentum war ja der Film mit von Christopher Nolan. Nein, das hat ein Momentum bekommen. Und wir haben Secret of Monkey Island, die Special Edition. Ja, die Tales of Monkey Island. Alles überhaupt von Telltale, die haben ja auch noch andere Adventures gemacht und Simon machen noch Max, weiter. Dritte Staffel. Ist jetzt wieder eine neue Staffel ja angekündigt worden von Simon Max. Also da tut sich schon was. Weil das halt eben auch ganz angenehm ist, du kannst so ein Adventure für relativ wenig Geld auch machen in gut. Aber dann halt auch die ganze Zielgruppe, die so ein Adventure haben kann, die kauft sich das dann auch. Ja.
Und dann, dann lohnt sich das auch wieder. Ja, zumal es ja auch bei der Hardware halt nicht so fordernd ist. Jetzt. Genau, also ja, bei PC-Spielen. Wir hatten ja selbst dieses Jahr so Spiele wie Machinarium, was ein Adventure ist, was so, sagen wir mal, so diesen Arthouse-Anspruch hat, so künstlerisch wertvoll. Was du ja hast. In der Tat, ich hasse das. Ich begreife es auch nicht und die Rätsel waren mir auch zu anspruchsvoll, aber ich bin ja eh kein Adventure-Spieler. The Whispered World. Ja, The Whispered World auch, mit dem voll depressiven Helden. Ja, der so voll unlogische Rätsel hatte, ja, aber halt irgendwie nur so auch wieder so eine kunstvoll melancholische Welt, wo dann alle so drauf abgefahren sind. Ja, aber in einer gewissen Weise, so sagt man zumindest, sind bei Machinarium mir die Rätsel nicht so ganz abgedreht unlogisch. Also man soll da schon drauf kommen. Aber das Witzige ist halt, und das nur weil du von Technik gesprochen hast, Machinarium läuft ja auf PC und auf Mac und das läuft deswegen, weil es eigentlich nur eine Flash-Anwendung ist. Also man installiert da auch gar nichts, man klickt da einmal doppelt auf Machinarium und dann im Grunde könnte man das auch im Browser spielen. Da sieht man mal, wie mein Adventure schon mittlerweile so mit Stammmitteln. Wäre schön, wenn die Leute, die gerade die Larry-Lizenz haben, auch mal auf den Trichter kommen, dass es vielleicht besser ist, wieder so ein klassisches Larry-Adventure zu machen, als nochmal so ein Box-Office-Bust, was ja noch nicht mal als Versuch eines Spiels durchgeht. Also mir hat diese ganze Remake-Geschichte halt super gefallen, eben mit The Secret of Monkey Island Special Edition, ja. Weil ich denke mal, es gibt so viele Adventures, die sich einfach anbieten würden, gerade weil sie dieses Zeitalter 20 Jahre plus überschritten haben, dass es ganz neue Generationen gibt, die das jetzt, also ich denke mal, dass viele Leute, nicht so wie wir, zu denen gehören, die jetzt irgendwie jedes Jahr nochmal irgendwie Monkey Island rausgekramt haben, sondern dass es immer Leute gibt, für die Special Edition das erste Mal war, dass sie Monkey Island gespielt haben und die sich vielleicht dann auch erstmal wieder für Adventures gefreut. Auch super, cool. Finde ich, obwohl die gar nicht die Grafik remastert haben. Auf dem iPhone und iPod Touch ist ja wenigstens hier Sky gekommen, was unglaublich grandios ist. Also ich habe es jetzt nochmal komplett durchgespielt und das hat mich wieder so umgehauen, auch von der Story her. Und da sind auch eben die Rätsel super und du hast sogar eine Hilfsfunktion, das hattest du ja bei Monkey Island jetzt glaube ich auch, oder? Wo du, wenn du nicht weiterkommst, dann einfach so schrittweise verraten lassen kannst. Ja, ja. Damit du da, von welchem Spiel redest du jetzt? Von Benicio del Toro. Nee, auf jeden Fall. Da haben sie halt Sprachausgabe reingemacht, die auch richtig gut ist. Haben halt den Sound ein bisschen verbessert, so mit schöner Musik. Und haben ein Intro von dem Watchmen-Zeichner, der die Comics gemacht hat, halt da reingemacht. Und allein das ist schon, wertet das Spiel schon ungemein auf. Aber trotzdem bleibt halt noch dieses Klassische mit der Grafik und so erhalten. Und man kann es heute immer noch geil spielen. Und das kann ich auch wieder nur jedem wiederholt ans Herz legen. Und das wäre auch garantiert nicht gekommen, wenn eben so ein Monkey Island oder die Sachen, die sonst so remaked wurden, wenn die nicht so einen Erfolg gehabt hätten. Ich meine, um jetzt mal wieder hier so eine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen, ich meine, dieses Remake von Monkey Island ist ja halt schön und gut, aber das ist mir schon wieder ein bisschen zu halbherzig, weil diese neue Grafik, die ist einfach, die bringt nicht. Also, die hat ja noch nicht mal das Niveau von Monkey Island 3, ja? Sie wirkt einfach nur total undetailliert und, sie ist halt sauberer gezeichnet, ganz klar. Aber irgendwie dadurch, dass irgendwie so dieser Pixel-Aspekt fehlt der alten Spiele, geht auch so ein bisschen was von der Fantasie und der Atmosphäre vor. Ja, das muss ich ja auch sagen. So, da werden Details halt genau gezeichnet. Ja. Du erkennst sie, aber du siehst auch, dass es wenig Details sind. So, wenn ich dann irgendwie bei Monkey Island 1 in den Wald gehe, so, also in der alten Version auch noch, das hat einfach eine totale Stimmung irgendwie. Ich würde nicht sagen halbherzig, weil sie haben schon das, was sie machen wollten, sehr, sehr konsequent und auch auf einem hohen Niveau umgesetzt, finde ich schon. Also das sieht schon sehr sauber und schick aus. Aber was du auch meinst, ist, dass der Charme verloren geht. Du siehst es besonders viel, finde ich, bei den Figurengesichtern. Ich finde, diese alten Pixel-Gesichter haben viel mehr Charakterausdruck. Da ist auch mal viel mehr Fantasie. Also jeder von uns hatte ja vermutlich, als er das Spiel gespielt hat, damals ein Gesicht vor Augen, wie Elaine aussieht. Ja. Und als man dann am Ende diese Nahaufnahme hat, oder in der Mitte gibt es das ja auch schon, wo die beiden auf dem Steg stehen und man sieht zum ersten Mal in der alten Grafik, wie Elaine aussieht, da denkt man ja auch so, so hatte ich es mir aber nicht vorgestellt. Und genau diesen Effekt, finde ich, hast du jetzt auch bei der Special Edition irgendwie so, dass du siehst es jetzt schon so im Kleinen, dass es so aussieht, aber diese ganze Fantasie, sie halt, die ist halt weg, genauso eben wie du schon meintest, in dem Wald. Ja. Halt diese kleinen, flinkernden Lichter und sowas, das war natürlich alles viel stimmungsmäßiger. Und es wirkt ja auch irgendwie düsterer und dunkler. Also die Farbpalette war ja auch ein bisschen dunkler als beim jetzigen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auch alte Sierra-Spiele wie hier Space Quest 1, 2, 3 mit einer vernünftigen Steuerung wieder umsetzen will, mit einer Maussteuerung, nicht mehr mit dieser Text-Parser-Sache. So, wir wollen auch The Dick nicht vergessen. Oder, ja, The Dick meinetwegen. Mit G. Mit G, ja. Ja. Kann sagen. Obwohl Daniel hat da bestimmt noch so ein anderes Spiel gefunden in den Weiten des Internets. Ja.
The also, Dick mit CK, das ist bei Daniel Poe. Ja, und es ist 4 Meter lang. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Ja, also ich meine, oder man macht einfach nochmal Fortsetzungen, aber ich meine, sowas wie Full Throttle oder so würde man klar bestimmt gerne nochmal spielen. Beziehungsweise ja, hat es nochmal. Für Fortsetzung ist, glaube ich, dann auch Lukas Arzt, so ja, der Markt nicht groß genug. So, ich habe irgendwie das Gefühl, die haben da keinen Bock, da so großartig Herzblut zu investieren. Ja, also, oder sie machen es halt eben so wie Telltale, dass sie halt so ihre total standardisierte, abgenudelte Adventure-Engine haben, wo sie eben dann im Monatsrhythmus neue Teile rausbringen. Das ist aber auch schon wieder irgendwie. Weil eine gewisse, das ist das Einzige, was ich ein bisschen. Also, ich fand ja die Tales of Monkey Island auch ganz gut, vor allem dank auch der Auflösung und des letzten Teil des fünften, der nochmal viel gut gemacht hat, muss ich sagen, dass der Look mich halt bei den Telltale-Spielen dann so ein bisschen deprimiert, weil er halt immer, also es sieht alles zu sehr nach diesen Knetfiguren aus, nach dieser Play-Doh-Knete oder nach diesem Kartoffelmännchen, wo man so Ohren ransteckt. Und wenn du das Sam & Max gespielt hast und dann Monkey Island, du siehst halt schon der Sache an, oder auch Wallace & Gromit, dass das eben alles aus demselben Baukasten kommt. Und bei Monkey Island, da gab es ja nur irgendwie anscheinend 6 Figurenmodelle und aus denen wurden alle Menschen gemacht, also du hast immer das Gefühl, ja, das hast du alles schon mal gesehen. Was mich früher so bei Adventures ja auch immer gereizt hat, ist ja, also neben diesem Entspannungsfaktor, dass du einfach halt auch so völlig ohne Zeitdruck irgendwie und so ohne Reaktionsgeschwindigkeit dann mal da irgendwas spielen kannst. Ja, aber wenn das war auch der Nachteil, wenn du nicht weiter wusstest, konntest du an derselben Stelle immer stecken bleiben. Das ist ein bisschen doof, ja, das stimmt. Nee, aber auch so diese detaillierten Hintergründe und die dann nach Details absuchen. Mhm. So, ich weiß noch gar nicht, ob ich diese Hotspot-Funktion so super geil finde. Also es ist schon nicht schlecht, wenn du denn so ewig suchst, dass du da mal klicken kannst, aber ich fand das eigentlich immer ganz interessant, so einen Hintergrund abzusuchen. Ja, und dann vermutlich wie so ein alter PAL-Fernseher bist du dann auch mal so zeilenweise vorgegangen. Das kam schon vor, tatsächlich. Klar, musstest du. So, ja. Aber auf jeden Fall hattest du halt schöne detaillierte Kulissen irgendwie und wo du auch nicht gleich alles sofort erkannt hast, also was man jetzt machen kann. Sondern das hast du ja bei diesen Telltale-Spielen nicht, weil die einfach so undetailliert sind. Da erinnere ich mich aber auch wieder noch an Baphomets Fluch 2, da gab es nämlich auch so ein mieses Rätsel im Museum, wo ein Typ da irgendwie so ein Martini-Glas in der Hand hatte, das du auch anklicken konntest, aber darauf musstest du erstmal kommen, weil es bestimmt auch bis 3 Pixel groß war. Ja. Irgendwie, und der Typ das auch immer noch bewegt hat, dass du an der Figur noch was anderes anklicken kannst. Ja. Oh, das war übel, da habe ich ewig gebraucht. Aber es war früher noch viel mehr so als heute. Wenn du so heute auch so ein gutes Adventure hast, so irgendwie so ein deutsches, was auch so super schön gezeichnet ist, dann ist das immer schon fast so zu overdone. Früher war es immer so, ich hatte so ein Hintergrundbild irgendwie bei Monkey Island und da gab es ganz viele Sachen, die sehen total interessant aus. Da wollte ich einfach mal draufklicken, um zu gucken, was kann man da machen. Aber das waren halt nie zu viele. Mhm. Das heißt, ich hatte immer so das Gefühl, das hat mich nicht so erdrückt. Und jetzt hast du so ein perfekt gemaltes Gemälde, wo einer sich echt so voll ausgelebt hat, ja. Aber es gibt nichts, was so herausragt. Und irgendwie die Sachen interessieren mich alle so gleich mediocre. Es gibt jetzt nicht mehr so dieses Gummihuhn, wo ich unbedingt wissen will, was macht der jetzt damit, sondern ich habe jetzt wieder diesen Overkill, wo ich dieses Absuchen dann nicht mehr so gerne mache, wie ich es früher gemacht habe. Also wir können festhalten, dass 2009 auf alle Fälle eben dem Adventure-Genre, das ja schon seit Jahren tot geglaubt war, nochmal wieder einen Schub gegeben hat. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass das scheiß total tote Weltraum-Simulations-Genre auch nochmal... Aber bevor das jetzt kommt, warte ich noch darauf, dass dieses Fable, dieses Adventure, was es früher mal gab, kennt ihr das zufällig? Das war so ein... Fable? Ja, nicht das von Microsoft. Nee, das war so ein Point-and-Click-Adventure, aber auch in so einer total düsteren Fantasy-Welt, wo man auch so voll brutal immer sterben konnte und so. Aber das war richtig geil, so ein richtig geiles, fantasievolles Spiel. Also das wollte ich nur sagen, das will ich auch noch haben. Nee, ich will erstmal die Weltraumflugsimulation. Ja, jetzt kommen wir zu den auf Next-Gen-Konsolen, auf PS3 und Xbox 360, es muss da mal zu schaffen sein. Ja. Ich will aber nicht aber so einen scheiß Lizenzschrott haben wie da so ein Battlestar Galactica-Spiel. Ja, oder es gab auch das Wing Commander für Xbox Live Arcade. Ja, das war ein Battlestar Galactica-Spiel. Es gab für die alte Generation, für die alte Xbox gab es ein Battlestar Galactica-Spiel. Aber das bezog sich auf die alte Serie, glaube ich sogar. Wow. Das war halt totaler Scheiß. Zumal ich finde auch so, man muss da gar keine Lizenzen nehmen. Also klar, die Star Wars Lizenz bitte gerne wieder eben so eine Art Ja, nee, nicht unbedingt. Aber man muss es nicht mal. Star Wars fand ich natürlich ganz cool, da damals gerade das X-Wing Alliance oder so, wo man halt die meiste Zeit immer mit der Millennium Falcon Kopie da rumgeflogen ist. Mhm. Mm. Das war cool. Aber es muss auch nicht mal sein. Also es hat ja gezeigt, dass sowas wie Descent hat seine eigene Welt geschafft. Dann Dark Star One. Jetzt mal abgesehen vom Genre, so Mass Effect hat ja auch einfach ein geiles Science-Fiction-Szenario. Ja, aber könnte da sind zum Beispiel so ein Spin-Off. So Mass Effect Action oder so, wo es nur Weltraumschlachten gibt. Aber wahrscheinlich sind diese Weltraumspiele eh so einfach nur eine weitere Evolution der Open-World-Titel, wo du dann einfach über ganzen Planeten rennst und dann halt im Weltraum auch rumballern kannst. Also als wenn du es jetzt bei Mass Effect einführen würdest. Ich weiß gar nicht, ob das
so interessant ist noch für die Leute, wenn du nur das machen kannst. Also ich habe mir zum Beispiel früher schon immer gewünscht, dass ich dann bei diesen Weltraumspielen auch zwischen den Missionen einfach so von mir aus wie in so ein Point-and-Click-Adventure oder so wirklich über diese Station rennen kann. Ja, das konntest du bei Wing Commander. Du konntest ja da richtig, ja, aber nicht so richtig. Du hattest ja, die Figur stand ja auch nicht im Bild und die hat sich ja auch nicht so richtig bewegt. Du konntest die Leute anklicken. Aber das war noch nicht so, naja, das ist noch ein bisschen hacker. Oder wenn ich mich da wirklich in 3D rüber bewegen könnte auf diesem ganzen Raumschiff so. So als, ja, es gab ja auch mal für die Xbox, aber da fällt mir da gerade der Name nicht ein. Es gab ja diesen Shooter, der sich immer gewechselt hat. Du bist draußen rumgeflogen, konntest dann landen, ja, genau. Und dann konntest du einen Ego-Shooter drin benutzen. Ja. Nee, aber ich meine, Bridge Commander, da konntest du doch auch auf deiner Enterprise rumlaufen und ja, so. Ja, das stimmt, ja, aber ich glaube auch nicht viel. Ja. Nur auf der Brücke und zwischen den Stationen wechseln oder so. Ja, nee, aber nee, das wäre schon interessant, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. So ein Wing Commander-Konzert ist, glaube ich, eigentlich auch das Geilste, weil das ist immer so ein schönes Intermezzo. Das ist auch nicht zu kompliziert und nicht zu aufwendig. Ich finde es immer am besten bei so einem Weltraumspiel, wenn du echt so das Gefühl hast, einfach in so einem Cockpit zu sein, ja, und diese volle Atmosphäre zu haben. Und das deswegen bei Wing Commander war es halt so cool nachher auch. Du startest immer aus dem großen Raumschiff richtig so raus. Du siehst immer so diesen Start, du musst wieder landen nachher und so. Das sind so kleine Sachen, die haben das für mich immer zu so einem besonderen Erlebnis gemacht. Aber das könnte man ja auch verbinden. Stell dir mal vor, du präsentierst es so aus der Ego-Perspektive, wie zum Beispiel jetzt bei den Menüs von Dirt 2 zum Beispiel. Ja. Du gehst da wirklich in der Ego-Perspektive in die Raumstation und steigst dann wirklich da ein. Aber fast genauso war es bei Wing Commander 4 und 5. Ja. Also es war ja alles schon da und ich will auf alle Fälle, wenn sowas wie Wing Commander kommen will, dann will ich wieder reale Zwischensequenzen haben. Also davon lebt schon. Weil natürlich hat man Wing Commander auch gespielt, nicht nur, weil die Weltraumschießereien so geil waren, sondern weil einfach dieser Film zwischendurch super spannend war. Mhm. Und egal wie weit wir jetzt sind mit gerenderten Figuren und mit Zwischensequenzen, ich will dann halt wieder meinetwegen den Mark Hamill oder meinetwegen auch Nachwuchsleute oder so. Aber das hat einfach extrem viel ausgemacht. Machen so die Commander Conquer Teile zeigen immer auch, dass das cool ist. Eben, so, ja, mit genau. Echt Prominenten und so ist ja alles. Und es war bei Wing Commander cool, selbst wenn du in der Endschlacht verloren hattest, hast du noch ein geiles Begräbnis. Outro bekommen. Aber nee, nicht nur das Begräbnis, es gab ja auch diese Möglichkeit, dass man in das Mutterschiff praktisch der Kirafi gekommen ist. Und das war eine richtig lange Szene, wo du das Gefühl hattest, so selbst jetzt habe ich noch was Geiles zu sehen bekommen. Ja. Und es gab ja auch sogar mehrere Handlungsverläufe. Mal hatte man da einen Verräter als Kumpel, mal nicht. Und das konnte man ja auch. Je nachdem, wie die Missionen verlaufen sind, hat sich das dann ein bisschen geändert. Und ja, wie du schon gesagt hast, es war eigentlich auch ein super spannender Film dann immer. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht so ist, dass es heute wahrscheinlich keiner spielen würde, sondern dass die Entwickler das einfach, dass ihnen jetzt wieder nicht eingefallen ist, das mal wieder zu machen. So, ja, also ich dass sie es einfach vergessen haben und jetzt noch gar nicht drauf gekommen sind. Ich glaube, ein Problem ist, dass die Entwickler von den Weltraumshootern immer gedacht haben, das ist ein PC-Genre. Und deswegen kamen alle Spiele danach eigentlich nur für den PC raus. Also das war ja dann Starlancer, dann war das Freelancer und dann war, wie gesagt, eben das, was damals von Blue Byte gemacht worden ist, sogar von den Deutschen, das Darkstar One. Mhm. Das kam alles auf den PC raus und hat sich da schlecht verkauft. Aber ich denke, sowas wie so ein großes EA-Franchise wie Wing Commander, das müsste dann sofort auch auf Konsolen rauskommen. Ja, und es gab ja auf der PlayStation 1, gab es ja auch so einen ganz bekannten... Colony Wars. Colony Wars, genau. Stimmt. Und das sah ja auch geil aus für damalige Verhältnisse. Und das hat sich bestimmt schon damals besser verkauft. Das hatte drei Teile, glaube ich, sogar. Ja, aber keine für PS2 mehr, oder? Ich glaube, es gibt keine. Schade, ja. Und genau sowas. Und ich meine, selbst sowas wie Star Fox damals auf dem Nintendo war ja im Grunde ein Weltraumshooter. Ja, vor allem bietet sich das ja an. Mit dem Controller hast du gleich einen Analogstick bei und so. Und dann mit der heutigen Grafik irgendwie, wenn du das so cineastisch inszeniert, wie ja die modernen Spiele nur alle inszeniert sind. Ja, und du hast vor allem auch welche Vibrationen drin. Ich meine, ich habe damals Starlancer gespielt und war total aufgeregt, weil ich so einen Microsoft Sidewinder Joystick hatte mit Force Feedback. Das hat sich vielleicht richtig geil angefühlt bei Starlancer, weil du hattest ja immer diese Art Maschinengewehrkanone. Ja. Und du hattest immer dieses... Also ich glaube, das Problem ist auch, dass so Science Fiction jetzt in den letzten paar Jahren völlig out war, so durch diesen tierischen Fantasy-Hype. Also im Videospielbereich noch nicht so ganz. Ja. Und jetzt kommt es ja so langsam wieder, so bei Spielen und bei Filmen. So. Ja. Wir haben ja also jetzt Avatar, Surrogates und mehrere andere Spiele, StarCraft, Mass Effect, ne, Star Wars sowieso immer. Ja. Irgendwie. Und ich habe da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt wieder aufflammt. So, dieser Science-Fiction. Das brauchen wir auch keiner zu erzählen. Vor allem, die machen ja auch immer diese scheiß Flug-Action. Also, wie oft gab es jetzt hier dieses, es gab sowas wie Hawks, da hättest du nur die Bodentexturen wegnehmen müssen, dann wäre schon ein Weltraumshooter gewesen. Blazing Angels, sonst was. Also, das ist ja vom Gameplay her eigentlich fast dasselbe. Da muss ich halt wirklich nur eine neue Dimension dazufügen und die Schiffe umbemalen. Ja, und es muss keiner erzählen, bei Weltraumspielen, da kannst du nichts Spannendes machen, kannst keine spannende Missionen zu machen. Ich weiß noch genau, ich glaube, das war bei Wing Commander 3,
da hatte ich die Wahl, fliege ich auf mein Mutterschiff zurück, weil die unbedingt weg mussten, oder mache ich diesen Zweikampf mit diesem Kerafi-Anführer. Ja. Und das war echt so eine krasse Entscheidung, weil und ich habe mich entschieden, gegen den zu kämpfen, weil die Story bis dahin auch so geil war, dass ich einen tierischen Hass auf den hatte und ich wollte den umbringen. Dann bist du nicht mehr zurückgekommen. Nee, aber es ging. Nee. Und zwar ist die TCS Victory ist dann weggeflogen und du konntest dann halt über die Galaxiekarte, über so ein Waypoint-System in dieser Mission, konntest du dann halt den Flug zu ihr machen. Das hat dann irgendwie 3 Stunden in Echtzeit gedauert, um da hinzukommen. Aber du hattest dann trotzdem die Chance halt wieder aufzuholen und dann doch noch die Mission abzuschließen. Und das war halt ein super geiles Erlebnis in so einem Spiel. Und das ist unvergesslich. Also solche Sachen kann man da machen. Dann halten wir alles drin. 2009 war auf alle Fälle das Jahr, in dem Adventures wieder aufgestiegen sind. Es war leider nicht das Jahr, in dem Weltraum-Simulationsgenre wieder aufgestiegen sind. Das wird 2010, glaube ich, auch nicht. Das wird 2010 auch nicht, aber wir geben nicht auf. Wir haben ja jetzt mit Mass Effect Action oder Mass Effect Frontier oder so haben wir schon Ideen gemacht. 2012 ist nicht mehr so viel Zeit. Guck mal, es muss 2010 alles angekündigt werden. Wir haben vor drei Monaten oder so haben wir gesagt, warum bringt denn Capcom nicht Phoenix Wright aus DS? Ja. Sie haben es gemacht, weil sie natürlich auch den Ever Games Podcast holen, auf dem iPhone, genau. Und jetzt sagen wir, macht einen Mass Effect Action Spin-Off und deswegen denke ich mal, in 2 Jahren haben wir den. Also weil Welt hört auf Area Games. Alles, was auf sich hält, hört unseren Podcast. Ja. Und als drittes möchte ich sagen 2009. Also 2010 wird ja das Jahr, wie gesagt, des Spiele-Overkills und der neuen Steuerungsmöglichkeiten. Natal, bla 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 bla. So. Und 2009 war ja hardwaremäßig eigentlich fast total tot. Da gab es eigentlich nur den DSi, der neu rausgekommen ist. Und mein Gott, was hat der schon gebracht? Der hat eine Kamera gebracht und halt diesen DSiWare, komischen Download schon. Ja. Aber ein anderes Thema, finde ich, ist 2009 ziemlich stark. Aber ja, bitte möchtest du mich unterbrechen, Daniel? Ja, es ist ja mit dem PSP Go gekommen. Ach so, ja, ich dachte, Sachen, die sich nur 5-mal verkaufen. Ist ja auch der DSi LL gekommen. Oder XL, der heißt ja je nachdem noch. Woanders. Also ja, international ja gesehen. Bei uns ist der ja noch nicht gekommen. Ja. Dieser, der mich ja reizen würde, weil er so schön groß ist. Aber klar, die PSP Go, aber da, das hast du ja auch schon selber gesagt, selbst Sony sagt, das ist ja quasi nur noch so eine weitere Variante der PSP. Ja, es ist eigentlich nur eine PSP für Leute, die gerne so ein Download-Ding haben wollen. Die zu viel ja. Kohle haben. Ja. Ja, so viel Kohle brauchen sie ja. Ja, dann müsste ich mir ja so ein Ding holen. Ja, habe genau. Ich ja nicht. Kauf dir 3. Das obwohl ist so. Ich hätte jetzt mit meinen ganzen Payback-Punkten, die ich über das Jahr erwirtschaftet, hätte ich mir eine PSP Go bestellen können. Ja, die gibt es da nämlich auch. Der neue DS L wird übrigens umso interessanter, wenn ich an diesen großen Stift denke, weil der ist über Zelda tatsächlich mehrfache Sachen geflogen. Den kannst du dir nämlich viel tiefer hinten reinschieben dann. Du musst doch keine Angst haben, dass er verschwindet. Ja, deswegen ist ein bisschen größer als deiner, den großen Mini reinschieben. Ja, genau. Ja, aber bevor wir hier wieder, wir müssen natürlich unsere Niveaulosigkeitsquote auch erfüllen, deswegen Leute, immer weiter. Ja. Daniel hat sich schon ausgezogen. Ja. Man sieht seine Frauenbrüste. Movies heißt das. Ich muss übrigens sagen, so durch den Reißverschluss, der hier so eine kleine Wölbung hat, sieht das wirklich aus, als wenn du so runterhängende fetten Brüste hättest. Ja. So, weißt du? Also nicht, also fette Männer so. Ich meine, das macht eigentlich keinen Unterschied bei fetten Frauen und fetten Männern, sieht irgendwie alles gleich aus. Ja. Und bei dir nochmal besonders. Dürfte ich kurz nochmal auf das Jahr 2009 zu sprechen kommen, wenn ihr nichts dagegen habt? In dem Daniel dick geworden ist? Nein. Doch, ich bin der fetteste Mensch der Welt. Fieser Fettsack, ne? Wir sind hier in unserer Redaktionshalle, damit du überhaupt reinpasst. Ja, im Gegensatz zu euch beiden hab ich am 21. Dezember noch eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung, ja, also... Du bist ja fast so krass wie der Levelboss, der in seinem Twitter mal irgendwie 2 Monate lang geschrieben hat, dass er eine Arschoperation hat und dann nicht mehr richtig scheißen konnte. Was du verliert, wollte ich es nicht erzählen, aber für mich ist es ja auch die erste Magenspiegelung, also ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Darmspiegelung hatte ich auch schon. Ja? Mhm. Mit Vollnarkose oder ohne? Nee, so Beruhigungsmittel habe ich bloß gekriegt. Ja, ich auch. Also, weil das aber das war lustig, danach wird es alles lustig. Ja, nee, das ist, bei mir wird es ja eh nicht ablaufen, weil das Lustige ist ja, dass sie sagen, die Vollnarkose bekommst du für die Magenspiegelung, weil ich natürlich gesagt habe, ich bin ja nicht bescheuert und schlucke so einen Schlauch oder sowas. Ja, oder so ein Endoskop. Was sonst schluckt. Alles. Ja, aber das schlucke ich nicht. Ich habe in der Tat, auch das magst du jetzt lustig finden, ich kann bestimmte Sachen nicht schlucken. Nein, also ich kann zum Beispiel auch große Tabletten oder so, kann ich nicht schlucken. Also das ist irgendwie total schwierig. Ja. Deswegen würde ich auch sofort einen Brechreiz kriegen, wenn einer versucht, der mir irgendwie... Aber bei deiner Frau immer drauf bestehen, ne? Nein, aber beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt kennst du das doch. Wenn du so einen Abdruck machst von deinem Gebiss, dann auf diese Folie. Ja, das ist so eine Folie. Sollst du nicht runterschlucken. Nein, das ist eine Art Knete. So eine komplett
knete, wo du den gesamten Gebissenabdruck machst. Und das kommt ja auch nochmal ganz hinten an den Gaumen. Und da hätte ich der Zahnärztin auch schon fast über ihren Stuhl gereiert. Weil das irgendwie ja, bei Johannes ist das Problem, er hat diesen Schluckzwang. Immer wenn er beim Zahnarzt ist, so die ganzen Werkzeuge und so, die schluckt er immer aus Reflex runter. Ich kann nichts dagegen tun, ich schluck immer alles. Na, jedenfalls die Darmspiegelung, deswegen auch nur so ohne Betäubung, weil danach, sie sagen, danach kommt die Magenspiegelung und da sind sie dann unter Narkose. Und wenn sie in Narkose sind, können wir sie nicht umdrehen. Mhm. Weil das wieder aus irgendwelchen versicherungstechnischen Gründen ist, dass man da nicht den Körper dann auch so... Weil was ich auch mal gelesen habe, die wissen eigentlich gar nicht so genau, also die Wissenschaft, so warum Narkosemittel eigentlich betäuben. So, die wissen nur, dass es geht, aber warum, ist unbekannt. Ja. Zum Glück ist Kappi nicht da. Das wird er dir wieder erklären. Das Trauma ist ja immer noch so, während Operationen aus der Narkose aufwachen und sich nicht verständlich machen können. Nein, nein. Weil die Hände gelähmt sind oder so. Das, die Hände, das ja, ist wieder deine größte Sorge. Alles gelähmt. Dein Sexualleben ist ruiniert. Nein, die größte Sorge ist, dass du aufwachst mit der Narkose und da steht Herr Dr. Kapphahn, hat dich gerade operiert. Ich habe mein Medizinstudium doch beendet. So. Nee, aber bevor wir, wie gesagt, das ist ja für den nächsten Podcast. Es gab ja diesen Film, wo einer aufgewacht ist bei seiner Herztransplantation, aber er war nicht wach. Die dachten alle, er unter Narkose und hat das dann live miterlebt. Ja. Aber es ist dann Betrüger und die wollten ihn umbringen. Und er hat das dann alles mitbekommen. Interessante Seitengeschichte, aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist 2009 war, finde ich, auch noch so das Jahr des Downloadable Contents. Ja. Weil alle natürlich jetzt angefangen haben, auch so eine Xbox Live Arcade, das fing ja ganz nett an. Aber dieses Jahr kamen plötzlich so eine Spiele wie Shadow Complex, wo man gesagt hat, so boah, das hätte man sich ja schon fast im Laden kaufen. Oder was ich viel mehr verkauft hat, überraschenderweise im Nachhinein, ist dieses Trials HD, was so das krasseste, verkaufteste Arcade-Game war. Zu Recht. Und natürlich nicht zu vergessen, was für mich eine Überraschung war dieses Jahr, weil ich muss ja sagen, von 100 Arcade-Spielen, die erscheinen, finde ich 80 blöde, weil das sind meistens immer so die Variationen, immer dieses selbe Spielprinzip sind oder so. Aber Explosion Man fand ich richtig gut. Von den gleichen Machern The Maw fand ich nicht so gut. Fand ich geil, habe ich geliebt. War mir zu kompliziert. Vor allem, weil du das Ding, dieses Monster, was man da in der Leine führt, das wird ja dann echt immer größer und am Ende ist es ein ganzer Planet, auf dem du dann rumläufst. Ja, danke. Ja. Jetzt muss ich es auch nicht mehr zu Ende spielen. Sorry, dass man es schon im Trailer sieht. Nee, aber das. Und dann verändert sich das Spiel auch wieder. Dann fliegst du nachher noch mit so einem Raumschiff rum, musst diesen Planeten verteidigen und so. Da ist nämlich das Revival der Weltraumspiele schon passiert. Ah, das ist nicht mitbekommen. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ja, das stimmt. Das hat sich Daniel wieder aus Gefallsucht gerade aus. Genau, ja, genau, das habe ich mir wieder im Rausch gerade erträumt. Nein, aus purer Exzentrik. Ja. Also Trials HD war natürlich auch super, fand ich auch. Genau, Explosion Man. Ja. Dann hatten wir natürlich dieses Jahr auch so eine Sachen wie eben, also zumindest Xbox 360-User hatten das, wie Download-Pakete plötzlich zu GTA, halt eben die Ballade vom schwulen Tony und die Verlorenen und Verdammten. Yep. Aber das war ja auch etwas, was sozusagen das, was man bis jetzt kannte von Downloadable Content, total gesprengt hat. Mhm. Denn man muss ja sagen, das wären ja beide Add-ons, wären ja früher ganz normal als Add-on im Laden gewesen. Sind sie ja jetzt auch nochmal als Doppelpack, als Standalone. Aber die wären auch einzeln gewesen. Ja. Und man muss sagen, dieses Jahr hat natürlich auch angefangen, dass Downloadable Content ja auch manchmal so diesen bisschen schlechten Nachgeschmack bekommen hat mit gleich Jahresanfang Prince of Persia, wo viele Fans vielleicht gesagt haben, es war nicht ganz so clever, dass man irgendwie quasi die Auflösung der Geschichte, das wahre Ende, nur als Downloadable Content bekommt. Und bei Assassin's Creed 2 ist es ja jetzt aktuell auch vielleicht nicht ganz so stark, aber zumindest hat es einen bitteren Nachgeschmack, dass die beiden Downloadable Content Missionen, die man jetzt im Januar und Februar runterladen kann, dass die eigentlich schon so integriert sind im Spiel, weil man ja eben schon sieht, diese Sequenz 12 und 13 sind ja drin, die überspringt man im Spiel einfach und die werden jetzt nachgereicht. Also man hatte halt natürlich immer das Gefühl so, sind da Sachen jetzt einfach aus dem Spiel rausgeschnitten, damit man sie später nochmal anbieten kann? Oder? Ja, oder wo wir auch immer drüber sprechen, das ist natürlich der geilste Schutz gegen Raubkopierer. Ja. Wenn man wirklich sagt, der Spieler will immer alles haben, dann muss er sich das auch kaufen. Gegen Leute, die es gebraucht kaufen, ist es teilweise auch was, wenn du das so hast wie bei Saboteur, dass du so einen Code dabei hast, womit du dir dann alle Frauen nackig machen kannst. Oder bei anderen Spielen ist es ja auch, du kriegst direkt was zum Runterladen geschenkt, was dann mit so einem Code mitgeliefert wird. Das kannst du dann nur einmal benutzen. Und von daher denke ich mal, da ist auch das Bestreben, da immer sofort Content nachzuschieben, damit die Leute von Anfang an wissen, okay,
da kommt jetzt wirklich konstant was hinterher. Ja. Dragon Age, das gleiche Beispiel. Vielleicht vom ersten Tag an. Und das ging ja dann weiter. Da ist ja dann noch kontinuierlich immer wieder so kleine Sachen nachgeliefert worden. Ach ja, was denn? Ja, ist auch. Ja, was denn? Und am PC, ja. Ja, also auf der Xbox glaube ich noch nicht. Nee, ich glaube, da spiele ich jetzt gerade. Aber nee, ja. da ist schon was gekommen. Was du meinst in Patches? Nein. Nee, auch bei Mass Effect haben sie es ja auch schon gesagt, dass da sofort was kommen wird. Ja, aber wie gesagt, das haben sie beim ersten Mass Effect auch gesagt. Was hatten wir dann? Wir hatten dann diese Fischaugenmenschen und... Da war das ja auch noch nicht so richtig... Ja, das ist ja auch viel später erst gekommen, dass das erste DLC-Paket, das ist ja nicht sofort gekommen. Ja, und was macht Nintendo? Nichts, nee. Dergleichen. Nee. Naja, eigentlich schon. Die müssen erstmal bei der HD-Grafik aufholen. Die müssen erstmal aufholen, spielen auch regelmäßig Online-Multiplayer zu verpassen. Ich meine, gut, haben sie jetzt mit Ich wollte jetzt gerade ein bisschen Ehrenrettung machen und sagen, dass ja im Viva-Channel da ja auch ein bisschen was ist. Ja, ist ja alles ganz okay, aber... Immerhin Monkey Island ja auch. Ja, die Tales of Monkey Island sogar exklusiv auf Konsolen praktisch. Ja, zur Zeit, ja. Ist ja auch eine coole Sache, aber trotzdem ist da irgendwie Nintendo, also gerade in diesem Online-Bereich war ja schon der letzten Generation hinterher. So, also ich glaube, es gab für den GameCube irgendwie zwei Spiele, die man online spielen konnte. Und das war nämlich 1080 Degrees und noch irgendeins. Ich glaube, Mario Kart war es nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf dem, das neueste Mal. Jetzt haben sie es ja auch nicht unbedingt besser gemacht. Ja, sie sorgen ja quasi dafür, dass man als Spieler gar nicht online spielen will. Weil es einfach, als ob sie es mit Absicht kompliziert machen. Also gib hier deinen Freundescode ein, oder keine Lobby oder keine Art, irgendwelche Leute zu adden oder bis so. Bis du endlich mal eine Mii-Parade organisiert hast, ist schon ein Tag vergangen. Ja, dafür bist du ja jetzt hier, wenn du genug Freunde wirbst, und eigentlich müsste das ja möglich sein, weil fast jeder eine Wii besitzt, die noch nicht online waren, kriegst du ja hier diese Download-Codes für die, oder diese Mitgliedschaften hier, Gold-Mitgliedschaften, so, damit du dann die teilweise dann umsonst runterladen kannst, die ganzen Pakete, also alle super NES-Spiele und was ich cool finde, was es viel mehr geben sollte, ist, bei Assassin's Creed war so ein Code bei, da kannst du dir, wenn du dir dann das Avatar-Spiel holst, ein extra Kostüm freischalten, so Cross-Promotion-Sachen. Oder wenn du auf die Website von dem Hersteller gehst und da ein bisschen aktiv bist, die doofen Minispielchen da machst oder so, dass du dann eben mit so einem kleinen Download-Geschenk belohnt wirst. Sowas könnten sie ruhig öfter machen. Ja, das ist cool. Das finde ich auch ganz sympathisch eigentlich so. Es ist zwar Werbung und ist natürlich immer der Gedanke, dass man sich das andere dann auch kauft und dass man da auf die Website geht, aber lieber so, als wenn das dann einfach nur langweilig wäre. Wo ich mich auch outen musste, was ich ja auch benutzt habe, obwohl das eigentlich ja wieder so ein Noob-Ding ist damals bei Dead Space. Der Anzug, klar. Also diese Scorpions-Hüte und so, die war ja auch kostenlos für Microsoft-Leute. Das hat natürlich das Balancing so ein bisschen kaputt gemacht, weil man halt quasi schon sofort diese Level 5-Suit hatte oder Level 7 sogar, keine Ahnung. Und quasi schon einen sehr großen Vorteil hat im Spiel. Ja. Aber wenn es sowas gibt, mache ich es immer. Also, ja, das stimmt. Warum nicht als ein bisschen besser geschützter Mensch durch diese doch sehr unwirtliche Gegend laufen? Ja. Nee, das ist... also allgemein Downloadable Content ist eine höchst positive Sache insgesamt. Kann man noch so oft sagen, werden da jetzt Inhalte gespart, die eigentlich im Hauptspiel hätten sein müssen? So richtig hatte ich noch nie das Gefühl. Und dafür habe ich auch beim Downloadable Content meistens das Gefühl, dass er sehr sorgfältig gemacht wurde. Aber was man wieder nochmal hervorheben muss, ist ja wirklich das, was eigentlich damit teilweise auch bezweckt wurde, auch bei WiiWare und bei den ganzen anderen Angeboten, ist eben dieses Fördern von unabhängigen Entwicklern. Also was jetzt so für Spiele wie Braid, World of Goo oder so, das einfach auch in die Fachmedien geschafft haben und auch einfach auch total beliebt sind. Die man vorher vielleicht gar nicht beachtet hätte, weil hieß denn so, wenn es jetzt im Laden gestanden hätte, so, vielleicht für 20 Euro. Wie gesagt, auch dieses Trials HD, weil Trials gab es ja schon lange auf dem PC, war irgendwie ganz nett. Gab es sogar auf PlayStation 2 schon. So. Ach so, und dafür möchtest du wahrscheinlich einfach diesen Ladenpreis gar nicht ausgeben, weil du dir dann halt eben lieber diese AAA-Titel kaufst und ich finde auch, haben die halt eben wirklich ihre Mann bekommen. Und da muss man auch wieder sagen, da sollten sich alle ein Beispiel auch an Xbox 360 nehmen, weil jedes Download-Spiel kannst du dir als Demo oder als Trial-Version runterladen. Ja, und das ist auch was die anderen noch nicht so geschafft haben. Also bei der PlayStation gibt es ab und zu mal, aber bei Nintendo zwei Spiele im Jahr oder so, wo es eine Demo gibt. Nee, aber auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, wenn du dir ein Download-Spiel holst, was halt nicht den Ladenpreis kostet, sondern weniger, aber das ist halt richtig gut, dann hast du noch mehr das Gefühl, für dein Geld was bekommen zu haben eben, weil das halt nicht den Vollpreis aus dem Laden gekostet hat. Ja. Und dann ist es ein viel positiveres Erlebnis noch und du bist noch viel gewollter, dir auch den nächsten Teil zu holen oder irgendwie ein anderes Spiel von der gleichen Firma, weil das auch automatisch viel sympathischer dann rüberkommt. Man muss ja auch sagen, dass die Schwachsinnszeiten vorbei sind, wo man für so eine Pferderüstung irgendwie 200, 300 Micropoints bezahlt hat.
Nichts gegen die Pferderüstung. Ich hatte es gerne, dass mein Pferd sehr modisch angezogen war damals. Ja, aber das ist ja... Sollte ja auch sexy für dich sein, ne? Du hast das ja auch ein bisschen gemoddet, das Spiel, ne? Weil die Preise haben sich da ja gut eingependelt. Also man muss ja sagen, so die Special Edition von Monkey Island, die war fair. Die Download-Pakete für GTA, ich meine, was man dafür für umgerechnet 16 Euro bekommen hat, war natürlich sein Geld absolut wert. Genauso wie halt Shadow Complex. Du Idiot, wir haben gerade gesehen, wie Daniel daran gescheitert ist, so ein scheiß Keks aus so einer... Ne, Moment, muss das ist ein Muffin, das ist mehr so eine Art Muffin, glaube ich, ja. Das ist der Fail-Keks. Ja. Der ist nicht nur extrem brüsselig hart, sondern er klebt auch noch an dieser Folie fest und ich habe den hier nicht abbekommen. Du weißt schmeckt, ja, du weißt also schmeckt ja, er verdammt gut. Du weißt ja, wie bei diesen Keksen die Regel ist, oder? Also, wer daneben macht, muss ein Essen. Also. Ja, so sieht er aus, als wenn er schon sowas hinter sich hätte. Nee. Also wie gesagt, die Preise sind da irgendwie auch ein bisschen stabiler geworden. Zum Beispiel jetzt bei Assassin's Creed war ich auch schon angenehm überrascht, dass diese beiden Extra-Sequenzen, die ja immerhin jeweils 1 Gigabyte in die Waagschale schmeißen, dass die halt auch fair gepreist sind. Also da kostet das eine Paket irgendwie 300 Micropoints, das andere 400 Micropoints, ja. Also 3 und 4 Euro. Obwohl das so bei den Retro-Download-Spielen noch nicht so ganz durchgedrungen ist. Also ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie es auf PS3 und Xbox... Also die Nintendo-Preise sind Apothekenpreise. Die sind echt übel. 800 Nintendo-Points irgendwie für ein Super Nintendo-Spiel, was umgerechnet 8 Euro sind oder 9 Euro. Ja, und dafür kriegst du halt meistens auch auf Ebay Super Nintendo. Ich meine, gut, hast du dich so schnell verfügbar. Okay. Aber mal ganz allgemein finde ich dann trotzdem auch diese Retro-Schiene, wird ja auch auf den anderen Konsolen gefahren, finde ich auch ziemlich cool. Also ich spiele ja nur gerne auch mal ältere Spiele. Ja. Und ich glaube, dadurch machen das auch vielleicht jetzt andere Leute, die nicht unbedingt schon damals Fans waren, sondern jetzt auch nochmal wieder was ausprobieren wollen. Aber zu den Preisen jetzt, natürlich kannst du sagen, 4 Euro oder 5 Euro ist mir jetzt aber zu viel oder 8 Euro ist mir jetzt aber zu viel. Ja, musst du nicht kaufen, ne? Nee, das sowieso. Aber andererseits gehst du dann wieder zu McDonald's und holst dir dann so für 8 Euro das Maximilie, das aktuelle, mit dem neuesten Burger und frisst es einfach innerhalb von 2 Minuten auf. Ja, nur weil du das machst. Nee, das ist bei vielen, aber da ist eben das Denken dann wieder anders irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Also, ja? Das, ja, stimmt, eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel, aber irgendwie ist das noch was anderes so. In dem Moment wirst du ja auch von deinen Trieben getrieben. Oder einfach Hunger ich find, hast so und die also, Werbung kündigt also, das denn so an bei McDonald's? Ich finde, um nochmal auf die Nintendo-Sache zurückzukommen, weil da muss ich wirklich nochmal ein bisschen meckern. Der Unterschied ist halt, natürlich so ein Shadow-Komplex oder so ist ein komplett neues Spiel mit einer riesen Spielerfahrung. Und die Nintendo-Sachen, die Super Nintendo-Sachen, also das sind ja quasi eigentlich ROMs, die schon lange da sind, die einfach nur ein bisschen angepasst werden. Also da ist der Arbeitsaufwand, ist da vielleicht irgendwie 5 Stunden oder so, um das zu portieren. Zumal ja die auch, da werden ja auch keine Probleme behoben so. Wenn ein Spiel damals auf Super Nintendo geruckelt hat, ruckelt es auch auf der Wii, ja, so viel mehr kann. Also da finde ich, dann sind die Preise ein bisschen überzogen. Ja, total. Ich meine, wenigstens so bei den N64-Spielen schrauben die Auflösung hoch, das ist ganz cool. Ja. So, wenn es echt so dreist wäre, die ROMs aus dem Internet zu nehmen, wo dann noch immer so die Namen verändert sind und dann immer so steht, cracked by so und so. Das wäre natürlich ein bisschen komisch, aber naja, was heißt, also, geldgierig war Nintendo ja nur schon immer, also da erzählen wir ja nichts Neues. Ja, geldgierig sind sie alle, also das alle sind wir nee, auch. Aber auch. Ja, klar. Aber zum Beispiel auch jetzt, sie machen ja nur so viel Schotter auch mit ihren Spielen, so jetzt auch den etablierten Marken von Nintendo, dass ja auch einfach keine Player's Choice Titel rauskommen oder so. Die Spiele verkaufen sich super, das bedeutet dann irgendwann auf Xbox und PlayStation 3. Sie werden einfach billiger, so stehen dann nachher so in der Platinum-Edition oder wie heißt es bei den Classics oder Xbox so, Classics, genau. Ja. Stehen sie halt für 30 Euro im Laden so, bei Nintendo bezahlst du heute noch für Mario Kart Mario Galaxy 50 Euro, so. Ja. Außer irgendwie jetzt... Oder Zelda. Also Smash Bros. Mit dem ist ja nur ein Launch-Titel gewesen. 15 Euro gekostet, ich weiß gar nicht, wie das kam, war wahrscheinlich auch so ein Weihnachtsding. Mhm. Klar. Aber das ist irgendwie, das riecht mich dann auch so ein bisschen... Angebot und Nachfrage. Wurde der Gamecube eigentlich, seit es die Wii gibt, offiziell mal im Preis gesenkt? Der wurde nur offiziell eingestellt. Der war zuletzt hat er 100 Euro gekostet. Ja, 99. Entschuldigung, der 1 Euro. Ja, du man muss ja auch die armen Leute bedenken, die das denn, ne? Stehen sie so im Laden, oh scheiße, jetzt habe ich aber den 1 Euro, jetzt vergessen, das kostet nur 99. Ja. Oh, es tut mir leid. So, was können wir denn da machen? Ja, muss ich leider die Polizei rufen. Ja, sie haben jetzt schon gesagt, sie wollen ihn kaufen. Ja, das ist Betrug. So. Ja. Das ist schon abgeschlossener Vertrag. Sie können nicht zahlen. Ja, diese Anekdoten aus Kappis Leben. Ja. Ansonsten 2009, aus Sicht unseres so Redaktionsalltags, würde ich sagen, hatten wir die lustige Situation, dass wir diese zwei Messen hatten. Games Convention Online und Gamescon in Köln. Mhm. Ja, die Messe und den Schatten einer Messe. Ja, genau. Und das Witzige ist ja, dass die Games Convention Online jetzt irgendwie 2 Monate vorher stattfindet im nächsten Jahr, so aus dem Motto heraus. So, da passt gut dieses typische Bild, das man mal hat von so zwei Theatermasken, wo eine am Weinen ist und eine am Lachen ist. Ja.
Also auf alle Fälle haben wir eben gemerkt dieses Jahr, was ja auch nicht von vornherein klar war, dass sich Köln in erdrutschartig sofort durchgesetzt hat als Veranstaltungsort. Gleich ordentlich mehr Besucher, irgendwie 230.000 statt irgendwie 190 in Leipzig. War das wirklich nicht zu erwarten? Also im Vorfeld war es mit Fragezeichen. Also Sala, bis knapp vorher war dann eigentlich auch alles schon klar. Ja, also... Irgendwie, wenn du weißt, ja, die großen Hersteller da nur hingehen irgendwie und dann, was dann so viele Games Convention noch übrig blieb. Plus, wie gesagt, der einzige Unterschied war halt, dass man, also so erstmal aus Berliner Sicht ist natürlich Leipzig cooler, weil da fährt man eine Stunde hin statt irgendwie fünf. Und ja. Leipzig war natürlich so, wie gesagt, immer Leipzig war halt, wenn Games Convention war, war Leipzig Games Convention statt. Da bist du im Leipzig Hauptbahnhof angekommen, waren überall die Stände, überall die ganze Stadt war plakatiert und du hast immer Games Convention gesehen. Und in Köln war es halt so eine Messe von vielen. Also genauso wie wenn die in Berlin wäre oder so, wenn halt so ein Messekalender ist, wo so viele Messen sind, dann berechnen die sich jetzt keinen Zacken aus der Krone, nur weil jetzt so eine komische Spielemesse ist. Naja. Ansonsten haben wir dieses Jahr den absoluten Overkill, finde ich, erlebt, eben an Plastikgitarren. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da ist die Sättigung, glaube ich, jetzt völlig erreicht. Na, was heißt Sättigung? Ich finde, man sollte sich ja nicht täuschen. Ja. Weil wir beklagen uns ja auch nicht, dass jeder wieder neuer Shooter kommt. Also das ist mal einfach ein Job. Ich sage ja auch nicht, dass wir werden schon wieder die Spiele wieder haben. Wir werden wieder ein Guitar Hero 6 haben und ein Rock Band 3 oder sowas. Aber man kann sagen, es verkauft sich jetzt nicht mehr so geil wie sonst. Wobei das auch wieder auf so einem krass hohen Niveau ist. Es hat jetzt vielleicht nicht 2 Milliarden Umsatz gemacht, sondern nur 1,8 Milliarden. Klar, ich meine, sowas wie Rockband Beatles war natürlich dieses Jahr ein super Erfolg. Ja, aber man braucht halt eben Guitar Hero 5 auch, das war sogar erfolgreich. Also du brauchst jetzt irgendwie nicht noch ein neues Keyboard rausbringen oder so, auf dem du dann sowieso spielst. Was ich auch super finde, ich würde mich jetzt echt nerven, wenn wieder eine neue Gitarre kommt, wo irgendwas dran ist. Ich benutze ja schon diese Slide-Leiste nicht, die unten jetzt bei den letzten dazugekommen ist. Und die Trommeln habe ich jetzt eher auch nie benutzt. Nein, die nächste Gitarre ist in so eine Lightgun dran, ne? Die muss dann ja auch vielseitig einsetzbar sein. Nee, es könnte höchstens noch eine Flöte oder so kommen. Oder, also das Bescheuerste wäre einfach, wenn sie so ein Keyboard machen würden, weil ein Keyboard an sich... Nee, ich meine ja, das Bescheuerste wäre das, weil ein Keyboard an sich hat ja schon dieses Prinzip. Eben. Ja, hast du es auch gerade gesagt. Ja, so in etwa. Ja. Ja. Ich hab dir ein bisschen dazwischen gesprochen, deswegen seid ihr verziehen, ihr müsstet ja nicht hören. Man könnte dieses Keyboard dann so mischen mit so diesem Senso-Effekt. Also das heißt, du hast dann ein Keyboard mit lauter weißen und schwarzen Tasten und dann leuchtet immer die auf, die du gerade drücken musst. Ja, aber das ist ja teilweise... Und dann stehst du da so mit zwei Fingern so bam, bam. Das DJ Hero war schon, finde ich, eine sehr coole Sache, was mir immer noch sehr viel Spaß macht. Aber das hat sich halt jetzt auch ziemlich schwach verkauft, muss man sagen. Ich muss mir gerade vorstellen, dieser Keyboard-Sensor-Geschichte, wie du das so bei so einem Schreibprogramm wie Word machst, dass du ins Mikro das Wort einsprichst, das du sagen, das du schreiben möchtest, dann leuchten die Tasten auf, damit du die dann nochmal antippen kannst, anstatt dass dann schon gleich drin ist. Das ist ja eine total verrückte Vorstellung. Ja, ziemlich krass und abgefahren, ne? Da sprengst du den Horizont. Tja, dann können wir doch lieber nochmal erzählen. Ich meine, jetzt ist ja nur erstmal 2 Wochen Pause. Das heißt, 2 Wochen kein Podcast, 2 Wochen keine Area Vision. Es wird zwar weiterhin noch so die ein oder andere News geben, weil wir sind natürlich immer auch trotzdem zwischen den Feiertagen fleißig. Aber halt so die großen Produktionen, die beginnen erst dann wieder in der ersten Januarwoche, wenn es dann wieder richtig losgeht und dann gleich hier BAM Darksiders kommt. Ja. Dann legen wir natürlich auch wieder richtig los. Aber Johannes. Jetzt kommt's. Wie verbringst du denn so Weihnachten und Neujahr? Tatsächlich zu Hause mit meiner Familie. Wahrscheinlich sogar an Silvester. So, wenn endlich mein Bruder mal wieder da ist. Das ist ja voll retro. Ja. So, weil mein Bruder ist nicht oft da. Der wohnt eigentlich im Ausland und deswegen ist Silvester wahrscheinlich auch echt ganz gediegen. So, in welchem Ausland denn? Aber das ist ja bei dir. Das ist ja bei dir in Meckenheim, oder? Alles auf Usedom dann. Genau. Ja. Auf Usedom. Aber da kann man bestimmt auch gut Silvester feiern. Geht so, nicht wenn man jetzt so total krass auf Megaparty... Ich hab schon wieder eine Möwe getroffen! Also, ja, aber was soll's. Also Weihnachten eher gemütlich in der Familie. Daniel fährt nach Köln. Ja, saufen. So, ja. Dafür brauchst du nicht nach wieder ein bisschen Kölsch tanken. Ja, Köln geht natürlich dick Party. Und Leute treffen, die ganzen Leute von früher. Avatar gucken. Nochmal, ja, den gucke ich ja hier erst, weil ich ihn ja im Amex sehen möchte. Gibt's ja du hast noch nicht gesehen gerade. Nee, ich gucke morgen, weil er ja ausgefallen ist. Ja. So, stimmt, ja. Scheiß Digitaltechnik, ne? Alles genau. Super. Wie ist ausgefallen? Naja, wir waren am, wann waren wir da? Mittwoch, Vorpremiere, wollten wir gucken. So, saßen wir schon im Kinosaal und dann kommt der Kinobetreiber rein, ja, uns fehlt hier der Schlüssel.
Jetzt ja. Nicht etwa, also schieb nicht das erstmal auf die Digitaltechnik. Genau, ja, ja. Nee, der Code halt, der ja. für die Festplatte irgendwie. Ja. Ja. Man sieht diese DRM-Probleme, unter denen man manchmal bei Steam leidet und so, trifft jetzt auf die Kinobesitzer. Na gut, wenn so ein Kinobesitzer ja. sich das runterlädt aus dem Internet ja. oder er wollte einen Livestream über hier diese komischen illegalen Streaming-Seiten machen, ich hätte es jetzt fast beim Namen genannt, weil Kappi da so oft guckt. Du hast auch so oft so viel mit Kappi zu tun. Nee, das ist immer ganz romantisch, wenn es dann heißt, ich habe den und den Film letztens gesehen, den fand ich aber nicht so gruselig und dann, ich habe den jetzt auch nur mal geguckt. Ja, aber ich bin trotzdem ziemlich gespannt auf den Film. Man muss jetzt aufpassen, dass Kappi nicht verhaftet wird, wenn man irgendwas im Podcast behauptet. Die finden, werden irgendwie finden, weil sie immer nur Kappi hören und sie können das ja nicht zuordnen. Stimmt. Kappi. Was ja, ja, und sie können auch nicht alle Müllcontainer in Berlin durchsuchen nach Zumal seiner Bleibe. Weil die Polizei ja auch so blöd ist, dass sie nicht mal ungefähr so ein bisschen die Seite recherchieren wird und dann den Schluss ziehen könnte, dass Kappi vielleicht für Alexander Kappan steht. Der auch. Na, anscheinend sind sie so blöd, sonst würden sie ja feststellen, dass wir die ganzen geraubten Tintenbilder auf der Seite haben. Ja, stimmt, genau. Ja, ja, wie feierst du denn mal? Bei mir ist Weihnachten auch in der Familie. Wie gesagt, es wird bestimmt lustig, so, es ist so das übliche Weihnachten so, am 24. Dezember ist Weihnachten bei mir zu Hause mit meiner Frau und unserem Kind und seinem Kind. Und da kommen die Schwiegereltern. So weit ist der Mensch nicht. Und seine Frau. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann zu Schwiegereltern und am zweiten Weihnachtsfeiertag zu meinen Eltern, also irgendwie so, wie man das so seit 10.000 Jahren Tradition kennt. Und leider ist natürlich bei mir noch so, dass mein Kind noch zu jung ist. Also mit einem Jahr oder so, das ist nämlich eher aufpassen. Aber gut an eine Silvesterrakete schnallen. Yeah. Ja, du musst eher aufpassen, dass er nicht an einem Weihnachtsbaum erstickt, den er gerade wieder knabbert oder so. Ja. Weil genau, er hat diese orale Phase mit alles im Mund stecken, kennen wir ja von Johannes. Und aber er spielt ja schon PlayStation 3, habe ich ja letztens gesehen. Ich war ja mal bei dir vorbeigekommen und er krabbelt immer hin und her. Ja, das geht ja auch hier, Six Axis und so. Du musst den Controller im Mund stecken. Das ist für ihn das größte Spielerlebnis momentan. Dass er die PlayStation anmacht, dann leuchtet er dieses blaue Lämpchen und dann macht er sie wieder aus. Und es piept dann ja auch immer. Ja. Allein dieses Piepen. Ja, das war ja schon genau. Aber da zeigt sich wieder, dass die Sony-Ingenieure doch wieder die Nase vorn hatten. Ja, bei der Xbox ist es eher verstörend. Ja, genau. Da kriegen die immer Angst, die Kinder. Dann, also, wenn er einmal die Xbox anmacht, traut er sich auch nicht mehr in eure Wohnung rein. Nee. Was hast du? Auto? Auto? Genau. Flugzeug? Ja. Ja, also, das ist sozusagen so, wie wir Weihnachten verbringen. Vielleicht. Habt ihr auch Bock, uns zu sagen, wie ihr Weihnachten verbringt, dann schreibt es einfach in die Comments rein, damit wir am Wochenende was zu lachen haben. Und oder Angst haben. Ich verbringe Weihnachten bei Daniel Pog. Ich suche, wo er wohnt. Ja, genau. Mit meinen Freunden. Genau. Nee, ich denke mal, mit diesem doch sehr besinnlichen, die Kekse sind ja auch schon fast alle. Also deswegen, wolltet ihr nicht noch über das 2009 sprechen, was so eure Favorites waren? Und so? War das nicht mal eine Frage? Das haben wir ja schon mit Harald gemacht. Wir haben das mit Harald gemacht und das war so unergiebig. Das war so langweilig. Ja, ich meine, es gibt ja auch nicht viel. Wenn du jetzt noch glaubst, du hast was vergessen, aber nee, ja, klar, wir haben gesagt, Batman, Arkham Asylum und so, und das war der Überraschungshit. Ja. Das stimmt wohl, ja. Aber ansonsten muss man sagen, 2010 muss besser werden, weil eigentlich in der Retrospektive war 2009 kein besonderes Jahr. Naja, ich glaube, auch man hat da, also, ihr habt da einiges vergessen, also waren auch viele starke Titel da. So, also Fortsetzungen von Spielen, so wie Assassin's Creed und ja, Assassin's Creed, Modern Warfare, Uncharted, Modern Warfare, Dirt. Red Faction, aber das sind da halt alles auch. Ich glaube, man hat echt viel vergessen, so, weil viel auch am Anfang des Jahres oder in der ersten Jahreshälfte, ja, so man jetzt gar nicht mehr so genau weiß, so, ob das noch dieses Jahr war. Denn eben, ja, die Downloads von GTA oder so, also war schon viel krasses Zeug bei. Ja, aber ich glaube, also 2010... Also wenig neue Franchises natürlich so und auch Fortsetzungen, die teilweise echt besser sein können. Ja, du merkst halt langsam immer mehr, das ist eben jetzt wirklich eine Industrie und die haben die Pflicht, jedes Jahr ihre bestimmte Zahl von AAA-Titeln rauszuhauen. Aber es ist nicht mehr so, dass dieser Drang da ist, also wirklich einen Meilenstein zu erschaffen. Also richtig, dieses Jahr muss es drei richtige... die in der Erinnerung der Leute bleiben. Sowas gibt's nicht mehr. Das ist einfach nur eher, es muss ein AAA-Titel einfach da sein in einer bestimmten Phase des Jahres. Und das haben sie wieder praktisch abgearbeitet. So ein Uncharted ist dabei, wo du sagen kannst, okay, das ist richtig krass gewesen, da wird man sich vielleicht noch dran erinnern, aber das ist so der einsame Leuchtturm irgendwie dieses Jahr gewesen in der Hinsicht. Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, nächstes Jahr, hoffentlich sitzen wir nicht Ende 2010 und sagen wieder, wir wissen nicht, was so die Highlights waren, weil einfach jeden Monat Highlights rausgekommen sind. Genau. Das wird natürlich auch spannend. Aber die Spiele haben, glaube ich, auch nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal. Also sowas wie Modern Warfare 2, allein schon, weil man Modern Warfare 1 kannte, ist das natürlich nicht mehr so, dass man jetzt noch so völlig aufgekratzt ist und seit Wochen von Modern Warfare 2 spricht, weil die Grafik hat man so erwartet. Ja. Und natürlich war sie geil, aber man hatte sie sich genauso vorgestellt.
Und die Gameplay-Vision hatte man sich schon auch so erwartet, also diese ja. völlig banale Story. In der Hinsicht sind Batman und ja. Uncharted wahrscheinlich wirklich so die Vorteile. Batman ist für mich so das Dead Space das dieses Jahres. Ja. Also Batman war echt perfekt und ich hoffe, dass die Jungs jetzt nicht plötzlich so, jetzt wo es man erforderlich ist, dass sie es jetzt für Warner machen, weil ja. das natürlich da die Lizenz auch hingehört. Aber wie gesagt, dieses recht kleine Team von Rocksteady, was 3 Jahre an Batman gesessen hat, dass die nur innerhalb von knapp einem Jahr Nachfolger zimmern müssen, wenn da mal nicht die Qualität leidet. Bin ich sehr gespannt, weil der Trailer, der hat schon wieder echt Stimmung gemacht. Ja, ja. So. Aber genau, also ich denke mal, wir werden jetzt alle erstmal hoffentlich auch ihr da draußen, die ihr uns zuhört, auch mal wieder endlich mal zwischen Weihnachten und Neujahr mal wieder ein bisschen Zeit haben, um dieses Spiel ja, zu spielen. Also, wie zockt ihr denn jetzt noch in der Zeit? Mein Assassin's Creed will ich auf alle Fälle noch zu Ende spielen. Dann werde ich auch nochmal weiter zocken, ja. Und halt, wenn es die Zeit zulässt, Dragon Age. Eigentlich wollte ich ja auch noch meinen Mass Effect auf Veteranen superschwer zu Ende schaffen, bevor ja. der zweite kommt, aber ich glaube, das muss ich jetzt aufgeben. Und ich werde auch nicht diese blöde Import-Version benutzen, also Quatsch, diese Import-Variante, dass der meinen alten Spielstand ausliest, den werde ich vorher löschen, weil ich habe da, glaube ich, Entscheidungen getroffen, die ich im Nachhinein doof finde. Ja. Und ich möchte nämlich auch in dem Mass Effect 2 vielleicht noch Rex treffen. Ja, ja. Und wenn der meinen Spielstand liest, würde ich ihn nicht mehr treffen. Ja, okay. Und mich fragen, warum ich mit der Blauhäutigen geschlafen habe. Also, ja, dann hast du im zweiten Teil hast du von Anfang an so eine krasse Krankheit. Aber ich dachte, ja. Du ja, so ein Schlumpfschwanz. Ja, genau. Nein. Nee, also bei mir ist Weihnachtszeit auch immer Musikspielezeit, weil natürlich mit Familie und Freunden, die stehen alle total drauf. Und dann bin ich natürlich immer der King, wenn ich mit dem neuesten Musikspielen da antanze. Und das wird natürlich viel gezockt. Und dann halt auch Assassin's Creed und was man noch so alles an Spielen hat, die man noch so finishen muss, die man dieses Jahr mal irgendwann angebrochen hat. Da gehört bei mir so ein Riddick noch mit dazu zum Beispiel, was ich gerne noch mal zu Ende spielen möchte. Und alles Mögliche, so querbeet. Ich muss auch noch so wieder ein paar Filme nachholen. Ich muss ja zum Beispiel nicht Million Dollar Baby, sondern Slumdog Millionaire muss ich noch gucken, was ich nicht gesehen habe. Musst du nicht. Ja, musst du echt nicht. Dann muss ich noch Public Enemies gucken. Musst du auch nicht. Also da kann man nämlich mal wirklich sagen, das Kino ist ja schon wieder enttäuschender war als alles andere. So jedes Mal freut man sich drauf und es ist eigentlich immer... Wir haben ja Avatar noch nicht gesehen. Ja, das stimmt schon. Macht einen Unterschied sein, weil auf aber Watchmen, halt, wie gesagt, ja. Watchmen, ja. Geil, ja. Genau, das reicht schon alles wieder raus. Ja, stimmt, das Kino hat gut angefangen und dann gut abgebaut. Im nächsten Jahr ist ja im Kino auch wieder total viel geiles Zeug angekündigt, aber das wird wirklich alles cool wird. Ja, müssen wir sehen. Alice im Wunderland, Sherlock Holmes, Iron Man 2, 1000 andere Filme, Harry Potter 7.1. Ja, total. Stimmt wieder irgendwas von den Coen-Brüdern ganz viel. Ja, echt. Die sind ja jetzt hier in ihrer kreativen Superphase, wo sie einen Film nach dem anderen machen. Also wir sind alle gespannt und wir hoffen, ihr hattet auch ein schönes Jahr mit Area Games. Wir hoffen, das hat euch, wir haben euch den ein oder anderen Schmunzler entlocken können. Die ein oder andere fröhliche Stunde. Die ein oder andere feuchte Hand. Ja, genau. Wir wissen auf alle Fälle, dass es in 2010 auch bei uns auf alle Fälle mit Vollgas vorangeht. Und ja, ich denke mal, wir können optimistisch in die Zukunft schauen. Macht bei uns noch ein Gewinnspiel mit, auch genau. Wenn es schwer ist. Es ist schwer, aber nicht unlösbar. Bei uns müsst ihr keine teure Hotline oder so anrufen, einfach nur eine E-Mail schicken und genau. Ein bisschen bei Google aktiv sein vielleicht, um die knackigsten Sachen zu lösen. Bis zum 23.12. und 23.59 läuft es ja noch, also ihr habt gute Chancen, ja. Da mitzumachen. Und kleiner Tipp, das eine... ist nicht Ratchet & Clank. Genau, das eine Video ist nicht Ratchet & Clank, so jetzt haben wir es gesagt. Genau. Das ist, sind fast alles immer Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind. Also deswegen. Und die vielleicht auch alle was mit den Sponsoren zu tun haben. Das kann ja, man auch gleich als Tipp auch noch sagen. Ja, also ja. Für den einen oder anderen. Aber das hilft, glaube ich, bei keiner der Fragen wirklich weiter. Das grenzt natürlich ein. In diesem Sinne wünschen wir euch ein tolles Weihnachtsfest. Lasst euch reichlich beschenken. Rutscht gut ins neue Jahr. Und dann tschüss sagen. Der Johannes. Ho, 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 der Daniel. Ja, und der Alex, weil ich bin jetzt nämlich der Letzte. Ja. Ich habe extra eine Kunstpause gelassen, damit nicht Daniel wieder als Letzter sagt, so, und der Daniel. Ja, oder noch so einen Spruch macht. Pech, so. Ja. Ja. Oder jetzt, ich sage einfach immer noch einen Spruch. Und ich singe noch ein Weihnachtslied. Ja. Weihnachten, nennen, Weihnachten bei Area Games. War das nicht schön? Das geht nicht mehr aus. Das ist kaputt. Ah, tada. Area Games. What the fuck is it with you? Kapi, Regel Nummer 2. Ladies and gentlemen, please start your engines. Ja, ja. What don't you fucking understand? Start your engines. Ja, ja. XPGO hatten wir auch schon. Also und eine Frau, die strippt, hatten wir auch noch. Ja. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ich werde mal Risen probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ja. Oh!
good for you! And how was it? Also ich muss sagen, Ja, natürlich. Entweder Daniel oder unsere Tischgeise. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Geil. Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Let's go again! Kinas. Ah, da 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 da!